Okay. Redo Time. So. Hallo, Bernhard. So. Ich hab bestimmt schon alles durch, ne? Ich geh jetzt mal, fang mal an, ne? Ist das hier, es müsste die Quest sein, Pandemonium. Herab ins hinab ins Pandemonium. Pandemonium. Anemonemene. Und so, hallo. Wie heißt du? Nimm Gigi. Nimm Gigi. Gigi! Okay. Ich habe leider mein... Oh, ich habe mein... Den noch nicht oben. Ich muss das jetzt als Tank machen. Ach, nö. Alles durch. Cool. Na gut. Ich bin eigentlich froh, dass ich so schnell eingeloggt war. 3 Stunden. Ja. Okay. Let's go. So, gehen wir mal Raid-Story angucken. Ist der crazy? Geht's dem gut? Meine brillanten Berechnungen waren korrekt. Du bist zu exakter Minute hier aufgetaucht. Also, die große Heldin, die sich dem Ende gestellt hat und diesem Ende prompt ein Ende gesetzt. Ha! Der findet sich wohl sehr lustig. Pandemonium. Also, wie dem auch sei, ich bin Nemgigi. Assistentin des genialen Professor Claudian. Oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Das ist egal. Gemeinsam mit ihm arbeite ich im Aetioskop, wo wir Tag ein, Tag aus den Sternengrund erforschen. Also, im Namen dieser Forschung haben wir etwas höchst Interessantes gefunden. Was, fragst du? Tja, ehrlich gesagt, haben wir überhaupt keine Ahnung, womit wir es zu tun haben. Nur, dass es ungeheim spannend ist. Also wollten wir dich mit deiner hinreichenden Expertise im Rat fragen. Also, ja, ich kenne mich voll aus. Ich spiele voll der Pro. Ich weiß alles. Nicht? Ups. Professor Claudia war in der Aporia. Die Hyperborea, ne, Moment, warte, falsch. Falls du dich der Sache annehmen willst, nun, streng genommen wartet er nicht, er forscht, aber das tut nichts zur Sache. Jedenfalls wird er dir alle Einzelheiten schildern. Also, okay, goodbye, Kartoffel. Yes. So muss ich hin, ich muss Aporia hinteleportieren, weil ich faul bin. Faule Leute teleportieren sich. Teleportieren. Ha. Ui. Schaffen wir heute einen ganzen Raid durch? Ist eine gute Frage. Ui. Redo. Ich freue mich auf den Redo. Ich weiß noch nicht, ob ich mich auf Savage freue, aber ich freue mich auf den Redo. Riseno. Keine Ahnung, wie der ausspricht. What the fuck hast du für einen Name? Claudia! Hallo. Sieht auch aus wie ein Claudia. Guck mal, die gleiche Frisur wie ich. Cool. Also, wie mein Spielercharakter. Auch ich habe fast die gleiche Frisur. Guck mal, sieht gleich aus. He! Haare im Gesicht. Sieht gleich aus. Moment. Ah, Yona. Nemgigi konnte euch also ausfindig machen? Gut, gut. Erlaubt mir, mich angemessen vorzustellen. Mein Name ist Claudia und mein Forscherherz schlägt einzig für den Sternengrund. Ah ja, das ist schön. Da ist gute Musik da unten. Und das seit kurzem sehr laut und aufregend, wenn ich mir den Scherz erlauben darf. Also, hallo, Linko. Zum ersten Mal in der Geschichtsschreibung unseres Gestirns konnte bis zum zu den tiefsten Tiefen des Sternengrunds vorgedrungen werden. Ja, das habe ich gut gemacht, ich weiß, danke schon. Und du warst dabei und stehst nun leibhaftig vor mir. Ach, ein lang gehegter Traum, der endlich Wirklichkeit wird. Ich könnte Freudensprünge machen. Das will ich sehen, mach mal.
Ich weiß, er wirkt nicht gerade wie eine Koryphäe seines Fachs. Also, bist du auch rude? Isolation ist durch. Ich hätte theoretisch Homeoffice-Pflicht, aber es ist ein bisschen blöd, deswegen gehe ich wieder auf Arbeit. Aber die ganze Zeit Maskenpflicht, yay! Aber ich habe eh nur noch morgen und dann ist wieder, dann ist schon Weihnachten, Leute. Fuck, es ist so kurz vor Weihnachten. Und es ist schon okay, so Sachen für Stream ist okay. Stört mich nie, weniger. Wo war ich mit Lesen? Das ist das andere Problem. Ah, genau, sie ist rude zu ihm. Er sieht auch, also du sagst, er sei ein Idiot. Das finde ich toll, danke. Wenn er sich derartig Schwärmereien hingibt. Aber ich verspreche dir, er ist der Mann, wenn es um die Sterngrundforschung geht. Also der Mann. Der einzige war. Okay. Verzeihung. Solch einen Titel vermag ich schwerlich anzunehmen, wenn ich mich in Gegenwart der Jonah Majorin befinde. Ja, ich weiß, ich bin voll geil. Oh, ich bin voll cool. Man hört es, glaube ich, ein bisschen noch. Ich bin noch ein bisschen. Die Stimme ist noch ein bisschen bläh. Weiß auch nicht. Nicht genug geschont. Aha, es tut mir leid. Okay. Tatsächlich hoffe ich, dass wir mit ihrer einzigartigen Perspektive eben jenes Mysterium ergründen können, das sich uns konsequent entzieht. Also? Ja, ich bin Mystery Basta. Was? Nachdem wir den Antiturm in Dravanischen Hinterland fertiggestellt hatten, ach, den haben sie auch gebaut. Ja, den wird gebaut! Okay. Gelang es uns, in den Sternengrund zu blicken und Kontakt zu Heidenen aufzunehmen. So erfuhren wir von den letzten Tagen, die unser Gestirn unweigerlich ereilen würden. Tja, nicht mehr. Okay. Gleich darauf verlagerten wir jegliches Forschen ins Labyrinthos. Dort errichteten wir das IT... Ach, das ist der Name von dem Zeug. Die Expansion mit Namen ist furchtbar. Oh, die Namen sind so schlimm. Aetioskop, durch das wir Tag und Nacht auf und in den Sternengrund blicken. Und doch reicht unser Auge lediglich so weit wie die Wogen eines winzigen Kiesels, der in einen endlosen weiten Ozean fällt. Oh, das ist tiefgründig. Und nun, es muss zu Beginn der großen Inventur gewesen sein. Da haben wir bei unserer Routinebeobachtung einen außergewöhnlichen Kristall entdeckt. Okay. Er kam einfach von unten herauf nach oben getrieben. Was? Von unten nach oben? Was? Hä? Ja, frage ich mich auch. Was passiert da? Seine Ätherdichte übersteigt die von normalen Kristallen um ein Vielfaches. Okay, ich hab eine Vermutung. Und nicht nur das. Bei ihm handelt es sich nicht um einen natürlichen Wuchs. Er wurde ganz klar geformt. Mit Intention und einem gewissen künstlerischen Anspruch. So etwa wie einer von diesen Steinen. Okay, warte, lass mal das. Da fällt mir ein, ich wollte eigentlich einen Asumstein machen. Zumindest ergaben dies unsere vielfältigen Analysen. Leider mussten wir jede weitere Forschung diesbezüglich auf Eis legen, um den Exodus auf den Mond vorzubereiten. Jetzt könnt ihr weiter forschen. Yay. Aber dank eurer heroischen Taten müssen wir nur uns darum keine Gedanken mehr machen, nicht wahr? Und so rückt der ominöse Kristall wieder in das Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Genau das ist es, wofür ich um eure Mithilfe bitten möchte. Kristall erforschen kann ich. Das kann ich gut. No, Bayanu. So schlimm schon wieder. Und ihr seid schließlich hinabgestiegen in den Sternengrund, meine ich. Bei den Göttern. Was für eine Erfahrung. Eure Eindrücke und Gedanken wäre eine immense Bereicherung. Also. Da waren Leute, die ich gekannt habe, die tot sind. Voll geil. Moment. Das ist not that. Bitte sehr. Hier ist der besagte Kristall. Angucken und? Wie sieht's aus? Was euch etwas dazu einfällt, spontane Gedanken, Assoziationen, ganz gleich, wie belanglos sie euch auch vorkommen mögen. Bitte, habt keine Scheu. Ja, ich gucke ihn an. Und? Natürlich. Warte, welcher war das? Ist das Aqua...
Ist das Lahabreas? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, welcher ist. Ist der blau? Oh, ich kenne jemanden, der ganz schön ähnliche Kristall besaß. Dieser ganze Erinnerung bewahrt. Erinnerung an den vorherigen Amtsbesitzer, basically. Beziehungsweise von allen Amtsbesitzern. So. Aber welcher ist das? Ich habe das Symbol drauf nicht gesehen. Ihr wisst also, womit wir es hier zu tun haben? Bitte fahrt fort. Also das soll ich... Keine Ahnung, welcher. Ich weiß nur meiner. Ich weiß nur Asims. Nein, warte, Moment. Dings ist lila. MZ ist lila. Und der ist Gemini, das weiß ich noch. Der anderen habe ich mir nicht gemerkt. Elidibus hat noch einen komischen, den niemand kennt. Elidibus hat ein Sternzeichen, was nicht... Es sind ja 14 Konventsmitglieder. 12 davon haben die Sternzeichen in den Steinen. Ich weiß aber nicht, wer welchen hat. Und dann gibt es 2 Ominous Ones. Das ist einmal Elidibus hat irgendein Sternzeichen, wo ich keine Ahnung habe, was das ist. Ich habe mir das irgendwie vor einem Monat oder so mal angeguckt. Und wir, Asim, hat das Symbol für Sonne. Ja, nicht als Sternbild. Wir haben nur eine Sonne bekommen. Pups. Ich verstehe. Die Ashians nutzen die Kristalle also, um die Erinnerung des vorherigen Amtsträgers an dessen reinkarnierte Seele weiterzugeben. Wie überaus faszinierend. Nein, es ist nicht Mond. Es ist nicht Mond. Mm-mm. Es ist ein Sternzeichen. Asim ist der einzige Kristall, der nicht aktiv ein Sternzeichen ist, in dem sich meine Sonne ist auch ein Stern. So, also dumm gesagt. You know. Aber es ist nicht ein Sternzeichen. Aber Elidibus hat auch ein Sternzeichen. Ich weiß nur nicht, welches. Es war irgendein komisches. Es ist nicht Orion. Das ist ein anderes. Es ist auch irgendeine Person, aber es ist nicht Orion. Aber ich weiß nicht, welches. Die große Waage! Nein! Nein, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht mehr. Dass es mit dem Kristall etwas Bedeutsames auf sich haben mag, das war uns klar. Aber auf eine derartige Theorie wäre ich wohl erst sehr spät gekommen, wenn überhaupt. Subnautica, viel Spaß bei Subnautica. Dabei gibt das durchaus Sinn. Wir selbst nutzen schließlich ähnliche Kristalle, um Wissen einer Generation an die nächste weiterzugeben. So findet man auf einem Schlachtfeld oft Splitter, in denen die Künste ihres gefallenen Trägers bewahrt sind, nicht wahr? Und Jobkristalle sind das gleiche. Die hier. Da. Jobkristalle sind same. Die haben nämlich auch, lore-technisch, die haben auch Künste drin gespeichert und wenn wir den anfassen, dann wissen wir halt plötzlich Dinge, die wir vorher nicht wussten, wie man kämpft und so. Haben wir gelernt. Ja. Unseren Sternengrundkristall mit derlei Exemplaren zu vergleichen, wäre wohl ein solider nächster Schritt. Es ist sogar zu hoffen, dass unser Wissen auf dem Gebiet der Kristallforschung dadurch große Sprünge macht. Yay. Was macht denn der? Die Erinnerung an der Ashians von Konvent der 14 gar. Oh. Laut den Schilderungen von Jona sind die Kristalle des Konvents mit einem dem Amt entsprechenden Symbol versehen. Doch unser Exemplar trägt kein derartiges Symbol. Hat ihn also angefertigt? Das stimmt, er hat kein Symbol drauf gehabt. Da habe ich mich auch gefragt. Nein, viel wichtiger noch, zu welchem Zweck wurden diese Erinnerungen darin bewahrt? Und wie gelangte der Kristall in den Sternengrund? Wurde der von einem anderen Aschen dahin gebracht? Von dem wir jemanden weh gekillt haben, vielleicht. Ich keine Ahnung. Gut. Pass mir nicht mehr auf. Wer bist du überhaupt? Was bist du für ein Typ? Hallo. Vielleicht, dass ich dich nicht acknowledged habe. Nee. Professor! Nehmt Chi-Chi am Professor! Seid ihr noch da? Alle Tassen an Ort und Stelle? Nein. Also, Claudia ist weird. Eure Ausflüge in das faszinierende Reich eurer Gedanken sind ja meistens durchaus von Erfolg gekrönt.
Das will ich euch gar nicht absprechen. Aber der Dame Medolin gegenüber nicht besonders höflich. Meister, aufwachen. Ja. Ja, hallo, bitte, kannst du mit mir reden? Oh, du hast natürlich recht. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Eine Angewohnheit von mir. Wenn mich ein gar zu spannender Gedanke packt. Also. Das ist schon okay. Bin ich mir gewohnt. Was? Zurück zum Wesentlichen. Dürfte ich euch bitten, den Kristall zu berühren? Ah, das passiert bestimmt nichts Schlimmes, wenn ich das tue. Es wird supi. Diese Methode hat euch laut eigener Aussage früher die darin enthaltene Erinnerung preisgegeben. Also sollte sich es bei diesem Exemplar genauso verhalten. Es gibt bestimmt nichts schief dabei. Ich muss das Spiel für mich lauter machen. Okay. Mhm. Oh. Erleuchtet! Wenn hören kannst, dann zum Pandemonium. Achso. Ich würde sagen, wenn du mich hören kannst, dann geh zum Pandemonium. Ich habe das mal übersetzt. Die Bedrohung muss aufgehalten werden. Andernfalls wird es das Gestirn verschlingen. Ich ergänze das jetzt einfach so, wie ich denke, dass es sein könnte. Who are you? Who is talking? Zum Pandemonium. Oho. Euer Gesicht verrät mir, dass ihr etwas vernommen habt. Also einen halben Satz habe ich vernommen. Frage ist, ist der Warrior of Light schlau genug, um den Satz zu ergänzen oder nicht? Dramatische Musik. Pandemonium, so. Konkret sagt mir das nichts. Aber in der Sprache der Alten heißt es so viel wie die Gesamtheit allen Übels. Oder schlicht alles Böse, wenn ihr so wollt. Ah, böse. Nicht mehr böse! Wir haben doch die Böse gerade erst aufgehalten. Ja. Nimm Gigi. Riesenu. Scheiße, ich würde da auch schon auf. Nye. Name. Bin ich doch eine Duck geworden. Mach dich an die Beschaffung weiterer Kristallsplitter, damit wir sie mit dem unseren abgleichen können. Eines geboten. Wir müssen ergründen, welche weitere Erinnerungen hier verborgen liegen. Also. Gib ihm mehr Erinnerungen. Und Jona, eine Bitte. Es geht um die Person, die diese Warnung hinterlassen hat. Eurer Beschreibung nach muss es sich hierbei um einen Kristall der Alten handeln. Die Antwort darauf, was es mit dem Pandemonium auf sich hat, werden wir hier nicht finden können. Ich denke, dazu bedarf es einer Reise in die Vergangenheit. Vor die Zersplitterung. Ja, easy. Also, okay. Wir können lore-konform in die Vergangenheit immer noch reisen. Perfekt. Das ist supi. Finde ich gut. Und es gibt jetzt exakt eine Person, die dazu in der Lage ist. Diejenige, die eine Brücke zwischen den Welten schlug und am Ende die Stirn bot. Ja, gut. Ey, kannst du mich noch mal kurz in die Vergangenheit jeden? Ich muss da noch was erledigen. Dankeschön. Wir haben viele über diese Geschichte debattiert. Daran gezweifelt gar, dass ein derartiges Wandeln zwischen den Zeiten überhaupt möglich ist. Aber ihr Blick spricht Bände. Banyun Krebs Weisheit. Es ist also wirklich wahr. Was, bei Zeitreisen? Ja, ich easy. Also noch einmal in den... Wie sagt ihr? In den ersten Splitter. Von dort aus könnt ihr doch in die Vergangenheit reisen, nicht wahr? Geht und findet heraus, was das Pandemonium ist und was uns droht. Okay. Kann ich tun! Hab ja sonst nichts zu tun gerade. Bin ja freigestellt von all meinen Sachen. Keine Ahnung. Ich danke euch. Den Kristall geben wir euch dafür selbstverständlich mit. Dass ihn jemand wiedererkennen sollte, reagiert er vielleicht auf den einen oder anderen Stimulus. Und herzlich willkommen in unserer bescheidenen Forschergruppe. Die Höflichkeiten werden hiermit beiseite gelegt. Werde ich hiermit beiseite legen und damit lesen.
Unter Kollegen duzt man sich schließlich, nicht wahr? Viel Erfolg in der Vergangenheit, Jona. Okay, ich weiß deinen Nachnamen nicht mal, von dem her. Hör die Vergangenheit! Oh, was ist hier los? Guck, die ganzen Leute mit ihren Turbos hier stehen. Ah ja. Ins Okular wieder. Okay, wir gehen wieder. Kristarium. Willst du wieder übers Okular reingehen? Lol, finde ich cool. Da gehe ich halt wieder. Kann es sein, dass ich den... Nein, nicht UI. Ich glaube, ich habe... Nee. Sind noch gleich laut. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie leiser ist sonst. Ich irre mich vielleicht einfach nur. Komplett. Hey, renn schnell! Geh mal ins Okular rein. Warte. Ich gehe in die Vergangenheit, ne? Also wenn, dann richtig. Shibi Kosima, dankeschön für den Raid. Hallo, na? Hallo, ich möchte gerne Okular, dankeschön. Hey, wo? Na, was habt ihr denn so gespielt? Ich mach gerade Raid. Danke für den Follow. Ich mach gerade Raid. Also ich schalte den Raid frei, so. Wir fangen an. Okay, ihr habt den schon durch. Nice. Ich muss mich erstmal einloggen hier. Krabbelkind, danke für den Follow. Jetzt geht's los. Warum muss ich das als Tank spielen? Goddammit. Ich habe nicht schnell genug mein Black Mage gelevelt. Sieht sehr nach Voiced aus. Leucht. I'm in danger. Nein, please. Wenn du das hören kannst. Ich hab momentan nur Tank oben. Keck, ja gut. Ja, ich werde vermutlich das Tier hier, das erste Tier Savage tanken. Ich hab ein bisschen Angst davor. Zum Pandemonium, ja bitte. Los, geh. Also ich meine Zodiac X war ja easy und Heidelin geht auch, aber ich habe Angst vor Savage. Ich will die Black Mage spielen, kann ich rumheulen. Au! Ich glaube, das war nicht so eine gute Landung. Dann guten. Dankeschön. Ja, ich hoffe, ich werde das glauben. Au, Boden gefallen. Das war, glaube ich, keine so gute Landung hier. Mir ist das richtige Gear angezogen. Oh, der Zodiac-Schmuck ist echt hübsch, muss ich sagen. Das, was man sieht. Der Bruchlandung. Vielleicht mal was angenehmer. Autsch. LED Bro! Es ist LED Bro! Hallo. Na, ich kann deine Stimme nicht nachmachen. Das tut mir jetzt schon leid. Du. He's adorable. Achso, nein, hier auch nicht benehmen. Okay, gut. Oh no. Du, ja, warum erinnert er sich wohl an mich? Ja, wer bist denn du? Ich glaube, mein Warrior ist zu blöd und weiß es nicht. Ah, nein. Bitte entschuldige. Deine Aura gleicht einer Freundin von mir. Oh. Habe ich dich glatt mit ihr verwechselt. Tja. Passiert, I guess. Das passiert mir schreckend oft, wisst ihr das? Okay. Hallo. Dieselbe Freundin, die mir prophezeit hat, dass mir ein Stern vor die Füße fallen würde. So. In dem Fall habe ich dich wohl mehr oder minder erwartet. Ich bin ein Stern? Was? Ja, so würde ich auch gucken. Hä? Warte! Asim hat die Ankunft später von Asim einfach... Okay, warte, das wird zu kompliziert. Themis. Oh. Bist du Manuel Neuer? Vielleicht. Hallo. Na? Verzeih. Ich habe mich noch gar nicht ordentlich vorgestellt. Mein Name lautet Themis. Dir ist sicherlich aufgefallen, dass ich keine Maske trage und somit nicht zur Elpis-Besatzung gehöre, wenn man es so nennen will. Mhm.
Nein, ich bin wegen einer Untersuchung hier. Keiner derart aufregenden allerdings, dass ich mir spontan aus dem Himmel fallende Personen gerechnet hätte. Hoppala. Oh, warte. Bayern hat ein Stay Hydrated gemacht. Hups. Fast wieder übersehen. Ein grandioser Auftritt, keine Frage. Aber wo genau bist du tatsächlich hergekommen? Siehst mir nicht so recht aus wie... Nun ja, unser Eins. Du bist voll klein! So nämlich, was? Okay, ist so groß wie ich, das ist egal. Also, ich bin Assis Familia. Ich kann mir das wieder sagen. Ja, gut. Ne? True. Ich bin auch wegen einer Untersuchung. Ja, was für ein Zufall. Eigentlich möchte ich schon gern das irgendwie sagen. Ja, komm. Ich bin Asus Familia, kennst du nicht? Oh. Was? Ja, nein, Familia? Asum also. Sieh an. Sie ist eben jene Freundin, mit der ich dich verwechselte. Ach so, was? Hätte ich nicht gedacht. Mir war gar nicht bewusst, dass sie ein komplexes Familiar wie dich besitzt. I can explain. Interessant, wirklich. Und dass Asum dich nach Elpis geschickt hat, kann eigentlich nur eins bedeuten. Du bist wegen des Vorfalls im Pandemonium hier. Genau! Glaube ich. Moment. Was? Das ist auch mein Ziel. Deswegen frage ich so pointiert. Wort. Nun wäre ich doch sehr an den Umständen deines Erscheinens in Elpis interessiert, wenn ich mich so dreist danach erkundigen darf. Also, ich komme von 12.000 Jahren in die Zukunft. Okay, lass mal das. Ich habe keine Ahnung, was ich erklärt habe, aber Dinge. So. Jetzt verstehe ich die Sache zumindest ein wenig besser. Auch wenn ich nicht umhin komme, zu bemerken, dass du ausgespart hast, woher du eigentlich kommst. Das ist kompliziert. Und schon wieder, also, ja, es ist schwierig. Aber es gibt ja durchaus Dinge, die man sich nicht gleich bei der ersten Begegnung auf die Nase bindet, nicht wahr? An dem Kristall, von dem du sprachst, bin ich jedoch sehr interessiert. Würdest du ihn mir einmal zeigen? Da, take. So, will ich das? Okay. Gerne. Bitteschön, nimm ihn. Zumindest kann ich mit Sicherheit sagen, dass Erinnerungen in diesem Kristall versiegelt wurden. Genaueres bleibt mir jedenfalls ebenfalls bleibt mir leider ebenfalls verborgen. Ja gut. Danke. Zumindest bestätigt uns das eines. Wenn jemand zu weit geht, um eine Warnung zu schicken, liegen die Dinge im Pandemonium zweifelsohne sehr im Argen. Im Argen. Was auch immer das wieder heißt. Keine Ahnung, ich verstehe nichts. Ich werde auch noch kämpfen. Ich bin ja hier, um zu kämpfen. Hallo? Elpis ist so schön. Es befindet sich direkt hier unter Elpis. Verwaltet wird es von Labrias Worten. Ach, nicht der Labaria wieder. Im Inneren werden Kreaturen gehalten, die als zu gefährlich eingeschuft wurden, um sie frei herumlaufen zu lassen. Doch auch sie dienen nach wie vor der Forschung und müssen damit irgendwo untergebracht werden. Es ist nicht alles zu zerstören. Ups. Ich dachte, wir wollen die Zukunft retten und nicht wieder alles kaputt machen. Dementsprechend hoch sind die Sicherheitsvorkehrungen und Regulierungen. Erst vor kurzem wurde allerdings Äther mit ganz sonderbarer Signatur rund um die Einrichtung festgestellt. Seither ist jeglicher Kontakt zum Inneren des Pandemoniums abgebrochen. Oh nein! I'm shooketh. Ihr selbst bin Teil der Organisation. Oh, ist das so 13? Ne, okay, lass mal. Oh. Die einem Mitglied des Konvents zugeordnet ist und wurde ausgesandt, diesen außergewöhnlichen Vorfall zu ermitteln. Okay.
Oh, ist cute. Erlaubst du mir, dir einen Vorschlag zu machen? Natürlich, mach mal. Aber außerhalb von der Cutscene, okay. Was liegt denn da? Will ich Direct Hit? Direct Hit ist erstmal gut. Glaube ich. Ich habe immer noch nichts gemeldet. Ja, egal. Im Laufe deiner Nachforschung entdeckst du womöglich wertvolle Artefakte. Diese können gegen Rüstung. Ah ja, gut, das ist... I know how this works. Dankeschön. Es gibt da mehr Direct Hit. Gut, nehme ich gerne. Die Sache ist ganz simpel. Da wir beide wegen desselben Vorfalls hier sind, sollten wir das Pandemonium gemeinsam aufsuchen. Zwei Paar Augen sehen mehr als eins, nicht wahr? Zumal du dich nicht um eine Genehmigung zum Betreten der Einrichtung bemühen musst, solange du dich in meiner Begleitung befindest. Und darüber hinaus habe ich, wie ich bereits andeutete, auf das Herabfallen eines Sterns gewartet. Und ich denke, dass du eben jener Stern bist. Oh, das ist adorable. Bitte Sternschnuppe. Ich dachte, Meteor sei die Sternschnuppe. Egal. Ursprünglich plante ich, mit einer Kollegin herzukommen. Die Person, mit der ich dich vorhin verwechselte. Natürlich wollte Asim hierher kommen. Sie hatte dieselbe Merkwürdigkeit um das Pandemonium herum wahrgenommen. Und ich schlug vor, der Sache gemeinsam auf den Grund zu gehen. Allerdings war sie der Meinung, dass unser beider Anwesenheit zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und die Ermittlungen dadurch nur erschweren würde. So hat sie sich aus der Angelegenheit zurückgezogen, mit folgenden Worten. Keine Bange, dir wird ein Stern vor die Füße fallen, der mich ausgezeichnet vertreten wird. Ja, lol. Also. Zwar wusste ich nicht, wovon sie da sprach, aber ich beschloss, auf ihre Worte zu vertrauen. Und, tja, ich wurde nicht enttäuscht. Hihi. Ich auch. Die ganzen Leute, die hier stehen. Und wenn ich nicht gedacht hätte, dass du mir buchstäblich vor die Füße fallen würdest. Wie dem auch sei, um ins Innere des Pandemoniums zu gelangen, benötigen wir die Erlaubnis von Lahabrias Worten. Als erstes müssen wir also mit den Brüdern und Schwestern im Anagnorisis sprechen. Ah, da kenne ich mich aus, da war ich alle Quests gemacht. Zum Glück kann ich hier fliegen, Leute. Hui! Einfach schnell durch Elpis durch. Warum habe ich immer Wolkig, wenn ich nach Elpis komme? Ich verstehe es nicht. Elpis mag mich nicht. Übrigens, kurz Black Mage fertig leveln. So, für noch drei Level. Hallo. Ich möchte gerne unten rein. Das ist auch nur ein Besucher. Hi. Guck mich nicht so an. Eine Erlaubnis zum Betreten des Pandemoniums auszustellen auf zwei Personen, die im Auftrag des Mitglieds des Konvents handeln. Interessant. Eine von euch weist einen gar ungewöhnlichen Äther auf. Sorry. Ah, entschuldigt. Eure Äther-Signaturen sind hiermit registriert. Damit ist es euch möglich, die Barrieren rund um die Einrichtung nach Belieben zu durchqueren. Na, habe ich zu viel versprochen? Reibungslos und zügig. Mit mir an deiner Seite wird dir Elpis Bürokratie keinerlei Steine in den Weg legen. Nun können wir uns gemeinsam an unsere Untersuchung machen. Ja, dann let's go. Eine Sache bitte. Die Kreaturen im Innern der Einrichtung sind wertvolle Forschungssubjekte. Ich muss euch bitten, den Anweisungen der Kerkermeister unbedingt Folge zu leisten. Also alle kaputt hauen. Klingt gut. Was? Kerkermeister sind die Bezeichnung für gewisses Personal innerhalb des Pandemoniums. Ich weiß, der Name mag dir pathetisch vorkommen, wenn nicht gar schaurig. Aber das ist durchaus beabsichtigt. Damit die Monster Angst vor denen haben oder so. Ursprünglich wurden alle Schöpfungen umgehend entsorgt, die als nur gefährlich oder gewalttätig eingestuft wurden. Dass durch den Einsatz von Lahabrias Worte bleiben jene Kreaturen im Pandemonium erhalten, die der Forschung von noch dienlich sein könnten. Da versteht sich von selbst, dass diese Schöpfungen unter keinen Umständen nach außen gelangen dürfen. Die Kerkermeister sind keine Forscher, sondern einzig und allein dafür zuständig,
sie in diese Einrichtung zu halten. Man muss sie sich wie Wächter vorstellen, die jede noch so kleinste Regung der Subjekte überwachen und auf Unregelmäßigkeiten sofort reagieren. Das Pandemonium ist für die Kreatur somit keine bloße Einrichtung zur sicheren Verwahrung. Es fungiert buchstäblich als gigantischer Kerker, dessen Meister nicht einmal die kleinste Freiheit gestatten. Passender könnte der Name also nicht sein. Guck nie so. Ich bin zwar nicht darüber informiert, welche Art von Untersuchung ihr nachgeht, aber bitte zögert nicht, jegliche Unauffälligkeiten sofort zu melden. La Brea wird sich ihre annehmen. La Brea? Im Moment gibt es also nichts Berichtenswertes, dessen man sich annehmen müsste. Unsere Kerkermeister haben dahingehend keine Meldung erstattet, nein. Es gab einige Ätherschwankungen, aber falls diese als kritisch eingestuft wurden, kann ich euch versichern, dass La Brea bereits an einer Lösung arbeitet. Verstehe. Das Pandemonium fällt schließlich in den Zuständigkeitsbereich des guten La Brea. Da ist sich jegliche Ausnahmesituation zweifelsohne bereits gewahr. Warum reden die so viel? Des guten La Brea? Das klingt aber äußerst vertraut. Darf ich fragen, in welchem Verhältnis ihr zu ihm steht? Ich kenne ihn. Wir sind uns ein, zweimal begegnet. Ich habe ihn so ein paar Mal gesehen und dann etwa 30.000 Mal in Roulette. Obwohl du nur ein Familiar bist, hattest du schon mit La Brea zu tun? Wie außergewöhnlich. Er ist eine sehr zurückgezogene Person. Ihm von Angesicht zu begegnen, ist eine seltene Erfahrung, die du da machen durftest. Ja gut. Ich muss dennoch daran erinnern, dass er ein Mitglied des Konvents der 14 ist. Und ich bitte hiermit ausdrücklich, nichts zu tun, was ihn in seiner Arbeit stören oder gar behindern könnte. Okay. Da dies nun erledigt ist, hinab ins Pandemonium, würde ich sagen, der Teleporter befindet sich auf einer Insel gleich nordöstlich von hier. Okay. Teleportieren wir uns dahin. Krani, komm her! Jui! Der ist da oben, okay. Auf der Morbelinsel. Ist die Morbelinsel, oder? Ja. Ihr wartet Dornwald? Ne, keine Ahnung, wie der heißt. I don't know. Ich hab die zwar alle Quests gemacht, aber ich kenne mich trotzdem nicht aus. Das ist immer gut. Ich weiß nicht, ob ich heute komplett durchkomme durch den Raid, weil je nachdem, wie schwer die Fights sind, wird es lustig. Vor allem, wenn dann beide Tanks neu sind, das ist immer gut. Da muss ich nur Main tanken am Schluss. Ach nö. Ah, ein Teleporter. Hello. Huch, man sieht Wald. Warte. Ne, mehr Wald. Das ist der Teleporter. Aber bevor wir gehen, du sagtest, dass du La Brea kennst. Wahrscheinlich, aber wahrlich, du wirst immer interessanter. Ja, gut. Ich werde nicht weiter nachbohren, keine Angst. Wie ich vorhin sagte, manche Geheimnisse gibt man nicht bei der ersten Begegnung preis. Sag ich dir dann nach E vor allem, ja, was ist denn P? P12S, so. Keine Ahnung. Wir werden uns zweifelsohne noch besser kennenlernen. Schließlich sind unsere Schicksale nun auf mysteriöse Weise miteinander verwoben, nicht wahr? Und nun nicht weiter getrödelt. Das Pandemonium wartet. Ja, bitte. Geh mir rein. Let me show. Show me. Zeig mir das Pandemonium. Erstmal Cutscene. Cutscene. Gar nicht creepy oder so. Mega geil. Es ist doch Kingdom Hearts. Hallo. Meine Sorge war also berechtigt. Für einen angenehmen Moment hatte ich tatsächlich geglaubt, dass alles im Lot sei. Der Bruder am Empfang war so entspannt, optimistisch gar. Aber jetzt, da wir hier sind,
Unsere Befürchtung schien durchaus wahr. Was war denn deine Befürchtung? Tell me! Sieh dich nur um, wie lückenlos selbst der letzte Winkel gesichert und versiegelt ist. Alles, was du siehst, jedes einzelne Glied in jeder einzelnen Kette fügt sich zu einer komplexen Barriere zusammen. Okay. Ist gar nicht creepy hier. Die macht mir auch nicht Angst. Mit Stornen dran. Cool. Aha. Bayern, nicht vorwegnehmen. Bitte. Das ist BSG. Weniger habe ich von Labrias Worten allerdings auch nicht erwartet. Ein Schutzwall derart elegant und effizient. Solch ein Werk kann man nur bewundern. Die Farben sind hübsch. SFK 18. Doch trügt der Schein der Perfektion. Noch mag alles in Ordnung aussehen, aber es besteht kein Zweifel. Irgendjemand macht sich daran zu schaffen. Und soweit ich es erkennen kann, arbeitet dieser jemand von innen heraus daran, diese gigantische Barriere zu durchbrechen. Eine Schicht nach der anderen. Ein Wesen? Oder? Keine Ahnung. Es ist noch nicht so kritisch, dass wir mit einem baldigen Massenausbruch gefährlicher Schöpfungen rechnen müssen. Aber ich... Lesen! Holy fuck! Irgendwann krieg ich's hin. Ich habe den uns umgebenden Schutz gleich bei unserer Ankunft gestärkt. Selbst wenn es uns unmöglich ist, die Attacke aus dem Inneren zu unterbinden, so verlangsamen wir damit immerhin den Verfall der Barriere. Das Grundproblem ist damit natürlich keineswegs behoben. Gehen wir die Fakten einmal durch. Unsere Befürchtungen wurden bestätigt. Im Pandemonium geht tatsächlich etwas vor sich, da eines Eingreifens bedarf. Ja, dann erklär mir mal was. Es ist außerdem verdächtig still. Wo sind jene Kerkermeister, die für die Aufrechterhaltung der Sicherheitsmaßnahmen zuständig sind und die gefangenen Kreaturen permanent überwachen? Und wo sind die gefangenen Kreaturen? Dabei würde ich gerne einen dieser Wärter befragen. Zu all dem, was hier vor sich geht. Ein guter erster Schritt wäre also, einen von ihnen aufzuspüren. Okay. Eine Sache wäre da aber noch. Die Stärkung der Barriere, von der ich eben sprach. Selbst jetzt kanalisiere ich noch meine Energien, um sie vor dem Verfall zu bewahren. Sobald ich damit aufhöre, selbst wenn ich mich nur etwas weniger darauf konzentriere, wird sie nicht lange standhalten. Kurz gesagt, werde ich dir keine große Hilfe sein. Sollte es zu einer Auseinandersetzung mit den Störenfrieden oder den hiesigen Kreaturen kommen. Okay. Ich schätze mal, dürfen ein paar Kreaturen kloppen? Ich hatte befürchtet, dass du so ein Gesicht machen würdest. Täte ich an deiner Stelle auch. Und es tut mir aufrichtig leid, dass ich dir im Kampf keine große Unterstützung sein kann. Wo auch immer die Diplomatie versagt, werden wir uns auf deine Stärke verlassen müssen. Ja, easy peasy. Überhaupt kein Problem, mein Freund. Das bin ich gewohnt. Das tankt noch viel mehr. Eine bessere Rückversicherung hätte ich mir gar nicht wünschen können. Ich danke dir. Gänzlich nutzlos bin ich aber auch nicht. Mittels meiner bescheidenen magischen Künsten kann ich dich zumindest unterstützen. Okay. Ich denke, ich kann einige Illusionen an deine Seite beschwören, die dir für eine gewisse Zeit beistehen wäre. Also gut. Die Erklärung, warum die anderen Spieler da sind. Gut. Etwa 7. Ach nee, was? So ein Zufall. Ja, etwa 7 solche Abbilder sollten möglich sein, ohne allzu viel Konzentration aufbringen zu müssen. Und es ist allemal besser, als dich allein in den Kampf zu schicken. So es denn zu einem Kampf kommen sollte. Was? Kampf? Nee, glaube ich nicht. Damit wäre alles besprochen. Was besprochen werden muss, erkunden wir die Tiefen der 1000 Teufel. Tartarus!
Okay, warte. Nice. Nice Kamerafahrt. Ist schon hübsch. Oh, Asphodel. Okay. Ja, easy. Nice. Wenigstens muss ich mir keine Gedanken um mein Gear machen. Tja, ja, bis auf Hydrogen Weapon habe ich ja so gesehen BIS. Na denn? Machen wir es einfach komplett mit Rendos. Das ist bestimmt lustig. Da Prüfung. Nee, nicht Raid. Erster Kreis. Asphodelos. Ha, let's go. Was? Instant IQ? Hätte ich nicht erwartet. Das wird jetzt lustig. Könnt alle zugucken, wie ich Dark Knight verkacke. Das kann ich gut. Ha, so jemand für Savage Raiden. Oh Gott. Erster Kreis. Ja. Hallo, wer ist da? Oh. Run, you fool! Der hat's eilig. Ah, ich muss sie schützen. Ich werde alle beschützen. Ich muss. Da hat er sich verwandelt. Hi. Ein Kerkermeister des Pandemoniums. Aber er ist völlig außer sich, der arme Kerl. Bringen wir ihn zur Besinnung. Okay. Guess we all knew here. Oh, ja. Yeah. Yay! Ja. Yeah. Was? Sturz, meine Freunde, wie cool. Das ist nice, es ist lange Animation. Bloop. Time to sniff the floor. Oh, nice. Das ist ein, ich glaube, MT. Der Kerkermeister. Oh, die Musik. I'm guessing I'm gonna empty, I guess. Ja, Leute. Ich will mal sagen, ich mache einen Timer. Weil ich cool bin. Oh, die Musik ist jetzt schon geil. Gut, dass mir die ganzen Inputs frisst. Das ist mega geil. Perfekt. Eiserne Zucht. Ah. Andere Seite. Ich muss eigentlich gar nicht so weit ausweichen. Das ist ja chillige Musik. Kettenmagie. Okay. Die, was ist das für eine Musik? Das aber eh. Okay, gut. Mein Tankbuster sind mittlerweile eh immer. Immer. Oh, da ist einer Markt. Okay. Oh, und das ist ein Knockback. Ein Stackmark, ja. Eiserne Zucht. Der Seite. Ich mache meine Router gerade nicht so gut. Das tut mir leid. Einfach ignorieren. Das ist meine Router. Das ist der Tankbuster. Okay. Ein Tankbuster. Es gibt keinen Debuff. Okay. Kann ich verwalten. Ist interessant. Zehrende Elemente. Feuer zählt am eigenen Körper. Zehrende Feuer. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Just, I don't know. Oh. Und jetzt will ich die andere gehen. Ha! Das ist cool. Das ist cool. Das mag ich. Appreciated. Kettenmagie. Ist wieder AOE. Guck mal. Ich bin gar nicht so schlecht in Mechanic-Spotten. Ich habe doch ein bisschen was gelernt das letzte Jahr. Kommt wieder der Tankbuster? Okay.
Autschi, holy fuckeroni. Der tut weh. Eta-Zwinger. Okay, es sieht aus, als ob wir die Mitte müssen. Jetzt komme ich um. Was zur Hölle ist jetzt das schon wieder? Okay. Der macht Feuer. Ich behaupte, das heißt, die da gehen hoch. Ha! Ja, ja. I can't read mechanics. Oh. Oh, noch das Gleiche. Apokritische Zucht. Die tut weh. Okay, die tut mehr weh. Apokritten. Whatever! Mechanik, you know. Zucht und Ordnung, das wäre ranstehen bei Knockback. Nice. Ich finde, das läuft doch gar nicht so schlecht. Macht er wieder das? Oh. Und auf der Seite. Macht er das gleich nochmal mit der anderen Seite? Freigang. Macht mir Angst. Ich will nicht Freigang. Das ist auch eh gut. Iggy sterben die DD sehr oft. Jetzt kommt das Element. Serienverstreckung. Also habe ich. Muss ich da hinten? Nee. Heck. Okay, das kommt nachher durch. Da hätte ich schon stehen bleiben können. Da hätte ich stehen bleiben können. Kettenmagie ist wieder AOE. Boom. Ja, da tut jetzt ein bisschen mehr weh. Nochmal AOE. Also bisher finde ich den eigentlich recht chill. So, aber da wird jetzt wirklich wehtun. Tut nicht weh. Okay, ich glaube, ich hatte zu wenig Schilde drauf vielleicht. Ich weiß es nicht. Sie waren im Fight gut? Ich weiß es nicht. Äther-Zwinger, jetzt kommt wieder das. Und da. Immer einen Schritt weiter. Ich muss eigentlich gar nicht so weit. Oh, macht er sogar die andere Seite. Ist er mega nett. Liebt ihr das auch, wenn Leute so 3 Milliarden Schritte gehen? Oh. Zucht und Ordnung. Also den finde ich bisher sehr chill. Ich habe noch nicht so viel Ahnung, wie das dann in Savage wird. Kann ich gerade nicht so lesen. Wie krass der wird. Manchmal weiß man ja gewisse Dinge, wie die dann werden könnten. Ups, da rein. Bei gewissen Mechaniken kann man sich denken, wie die dann in Savage werden, aber da habe ich jetzt momentan noch nicht so Ahnung. Freigang wieder. Oh eh. Ja, der tut schon weh. Der Boss ist so fett, ne? Der Boss ist so fett. Okay, ich bin wieder mit Eis. Ich bin wieder mit Eis.
Könnte stehen bleiben. Eiserne Zucht. Macht auf der Seite. Okay. Nein, das war. Ich wollte nicht. Ich abtauscht. Ich wollte Ding benutzen. Und damit. Also bisher finde ich es da ja nicht so schlimm. Oh, eh. Hatte die also bei dem. Okay. Ich bin alles strugglen, ich außer ich bin einfach Tank. Ich stehe halt hier, ne? Also. Ich mache halt Tank-Dinge. Ich stehe hier und lebe. Ich hoffe, ihr lebt auch schön. Martha. Und der tut sehr mehr weh? Hm. Naja. Kinja. Ja, der hier ist eigentlich recht einfach. Der ist nicht so kompliziert. Sehr leserlich. Von den Mechaniken her. Ich bin froh, dass es gegenteilig ist, by the way. Also, dass es gegenteilig ist bei den Farben und dastehen, wo es safe ist. Wie die rennen so, ah, ich muss rennen. Don't panic of the Titanic. Alles gut. Kann man eigentlich in beiden drin stehen? Das wäre lustig. Das ist so eine süße Nutting, ne? Hey, GG. Easy peasy. No problem at all. Ja, gut. Und Savage wird voll reinknallen. Ich weiß auch nicht. Ganz ehrlich, der war einfacher als Heidelin. So ganz ehrlich. Heidelin war schwerer. Also normal Heidelin war schwerer. Wirklich. Was will ich? Ich weiß gar nicht, was für ein Teil ich will. Ich habe nicht geguckt. Ich drauf hoffen. Oberteil. Oberteil. Ich gehe mal auf Oberteil. Schmuck brauche ich nicht. Wenn ich Oberteil nicht... Okay, dann gehen wir mal Handschuhe. Handschuhe. Ja, vielleicht darf ich den auch nur ein paar Mal runnen, bis ich das Zeug habe, was ich will. Also okay. Okay, ich gehe mal auf Handschuhe. Das heißt, wir brauchen ein zweites Paar Handschuhe. So. Ich hoffe mal eben noch kurz auf WS, ne? Hab ich gehört. Da kriegst du WS. Wow, ein WS habe ich bekommen. So krass. Ein WS! Ich habe voll so gut getankt. Okay. Eine beeindruckende Darbietung. Wirklich gut gekämpft. Besonders freut es mich, dass die beschworenen Illusionen sich ebenfalls mehr als behauptet haben. Naja. Ist ein bisschen viel gestorben. Nun, wollen wir darauf erwarten, dass der arme Kerl sein Bewusstsein wiedererlangt? Selbst wenn seine geistige Verfassung schon bessere Tage gesehen hat, ist er doch ein Kerkermeister und wir müssen unbedingt erfragen, für was für eine Bedrohung er uns gehalten hielt. Gehalten hat, hielt. What the fuck, I don't know. Der geht jetzt gut. Ich stehe einfach da so. Hm. Ja. Jonah, sieh nur. Er ist wieder zu sich gekommen. Guten Morgen. Okay, Fight 1 ist gut. Hey! Was? Ich... Erich Tonios, what the name? Ja, ich erinnere mich. In meiner Hast verlor ich die Kontrolle und griff euch an, Unbeteiligte. Das tut mir entsetzlich leid. Und gleichzeitig muss ich mich bei dir bedanken, dass du mich zur Besinnung gebracht hast. Mag ich gerne, ist mein Job oder so.
Ich bin Erichtonius, ein Kerkermeister des Pandemoniums. Ihr befindet euch gerade in Asphodelos. Ich habe auch Frage, wenn das Asphodelos der erste ist. Was sind dann der zweite? Wenn wir weiter nach unten gehen. Wie geht das? Wie geht das in gibt's da, ist dann irgendwie der zweite, der letzte Teil Elysium oder so? Das wäre cool. Das wäre cool. Wo war ich denn? Da. Der Ebene, die der Oberfläche am nächsten ist. Danach geht es nur noch tiefer herab. Und das gibt's doch für Ebenen. Ich habe zu wenig Hades gespielt. Ich habe alles nichts mehr im Kopf. Richtonius, was hat dich derart aus der Fassung gebracht? Kannst du uns erzählen, was im Pandemonium vor sich geht? Nein! Die Kreaturen von Asphodelos sind plötzlich ihren Zwingern entkommen und waren nicht zu bändigen. Ja. Das klingt mir überhaupt nicht nach keinerlei Auffälligkeiten. Kommen derart Ausbrüche denn häufiger vor? Nein. Nein, dies ist das erste Mal. Ihr müsst wissen, jede Ebene des Pandemoniums hat einen obersten Kerkermeister. Unsere Vorsteher, sozusagen, die wir Hohe Wächter nennen. Da sie uneingeschränkte Kontrolle über ihren Zuständigkeitsbereich haben, werden Eignung und Loyalität auch bis aufs Äußerste geprüft, ehe man in diesen Stand erhoben wird. Ich selbst habe verzweifelt versucht, mit meinen Kollegen die Lage unter Kontrolle zu bringen. Bis mir in all dem Chaos auffiel, dass ich plötzlich ganz alleine war. Dann war da ein Flüstern in meinem Ohr. Und ehe ich mich versah, griff ich euch an. Also, ein Flüstern? So, so. Das klingt mir doch sehr nach einem psychischen Zauber, dass du dich von deiner Gruppe getrennt hast. Kann durchaus eine direkte Konsequenz dieser Beeinflussung gewesen sein. Dass ihr nun aber hier seid, muss bedeuten, dass die Außenwelt von unserer Misere gehört hat. Bitte, wenn es irgendetwas gibt, das ihr wisst, das ihr mir sagen könnt. Also ich bin hier, um alles zu verkloppen. Oder so. Ich bin der Aufräumtrupp. Hallo. Mit meinem Tank. Tanku. Ich wage es ganz ehrlich, der erste Fight, weißt du, was mir auffällt? Ich glaube, der erste Fight wäre mega easy als Black Mage. der wäre mega chill als Black Mage. Oh. Hier ist Tauku. Ich wage es kaum zu glauben. Ein Angriff auf das Pandemonium? Die Situation in der Einrichtung lässt vermuten, dass die Befreiung der Schöpfungen und die Schwächung der Barriere von ein und derselben Person oder Gruppierung ausgehen. Wer das sein könnte, ist das ist jedoch ein Mysterium. Tja! Weißt du, wer das sein könnte? Termis, richtig? Du sagtest, dass du zu der Organisation eines Konventsmitgliedes gehörst. Was würde geschehen, wenn der Konvent von diesem Vorfall erführe? Ich mache das zu. Nee, keine Ahnung. Ach, ich liebe die Musik von Elpis so gut. Oh, man würde die Einrichtung zweifelsohne für verloren erklären und sie gänzlich abriegeln. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass der Konvent so weit gehen würde, das Pandemonium vollkommen auszulöschen. Achso. Die schließt du nicht so weit ab davon, was ich gesagt habe. Das habe ich befürchtet. Viele, die Schutzbarriere, würden all die gefährlichen Schöpfungen nach draußen gelangen. Im Angesicht dieser Bedrohung würde der Konvent sehr konsequent handeln, nicht wahr? Warum ist eigentlich Bahamut nicht hier? Bahamut? Ich meine Behemoth. König Behemoth, so. Dann muss ich mich beeilen. Wenn die Enthüllung dieser Notsituation nicht helfen wird, muss ich umkehren. Eine andere Hilfe wird für die andere nicht kommen. Na, ich gehe schon. Wirst deine Kolleginnen und Kollegen doch nicht etwa alleine retten gehen? Ich habe keine andere Wahl. Nicht, wenn den anderen Kerkermeistern das Schicksal eines bedauerlichen, aber notwendigen Opfers droht. Dabei kämpfen sie alle bis aufs Äußerste, um die Lage Herr zu werden
und die entlaufenden Kreaturen zu binden. Und genau wie sie habe auch ich noch nicht aufgegeben. Termes, ich flehe dich an. Gib mir etwas Zeit. Erzähle dem Konvent der 14 noch nichts. Ich gebe dir Zeit bis zur 5.4. So leid es mir auch tut, erriech Tonius. Aber ich muss mit ungetrübtem Auge auf die Fakten blicken. Basierend auf dem Kampf, den ich gerade beobachten konnte, verfügst du nicht über die notwendige Stärke, den Kreaturen im Inneren alleine die Stirn zu bieten. Als Bruder will ich an dich glauben, aber mir fehlt die Basis für solcherlei Vertrauen. Mich hingegen... Moment. I'm sorry. Bist voll schlecht, wurde dir gesagt. Was? Allerdings wäre es auch falsch, dem Pandemonium nun den Rücken zu kehren. Ich weiß schlicht doch nicht genug, um meine Untersuchung für beendet zu erklären. Und auf die ein oder andere Auseinandersetzung waren wir ja durchaus vorbereitet, nicht wahr? Was sagst du dazu? Ich bin voll der Noob! Oh. Rude. Ich bin niemand Noob. Und dann kommt das Savage und klappt dich voll runter. Haha. Ich hatte geahnt, dass du so reagieren würdest. Natürlich. Du bist wahrlich faszinierend. Und nun stehst du hier mit mir an einem Ort, der ominöser nicht sein könnte. Und benimmst dich exakt so wie eine gewisse Freundin. Was? Kann ich mir nicht erklären. Ups, habe ich einen Chat geschrieben. Upsala. Nun, wie gesagt... Damit der momentanen Faktenlage kein angemessenes Urteil gebildet werden kann, stimme ich dir voll und ganz zu. Ah, ich mach's einfach mit Randos, das ist so viel lustiger. Was heißt das jetzt? Wir helfen dir! Nachher die Barriere stand. Was nun also getan werden muss, da habt ihr ja beiden ja bereits recht enthusiastisch dargelegt. Wir gehen da rein, kloppen alles nieder. Ich geh kloppen! Ich bin zwar kein Warrior, aber ich gehe trotzdem kloppen. Deswegen ist gut, man sieht das Textfeld jetzt nicht unbedingt, weil meine Kamera drüber ist. Wie ich aus Versehen aktiviert habe. Hoppala! Ah, Jona. Ich und alle Brüder und Schwestern des Pandemoniums schulden dir unseren tiefsten Dank. Ah ja. Ah ja. Next! Und es ist wirklich ausgesprochen hilfreich, jemanden an unserer Seite zu haben, der diese Einrichtung in- und auswendig kennt. Wir sind wahrlich ein sonderbares Trio. Ich mag uns! Nun zum konkreten Vorgehen. Unser erstes Ziel ist es, bis zu den Pforten des Pandemoniums vorzurücken. Möglicherweise hat sich ja doch jemand an Richtonios Fersen geheftet. Okay, es wird... Bayern regelt! Nein, Bayern regelt nicht. Bayern wird sterben. Ah, guck mal, mehr Materia. Gibe der Materia. Gibe. Darf ich dann alle melden gehen? Ich habe noch gar nichts gemeldet. So viel Zaubermateria! Ich will Black Mage spielen. Sagst du jetzt... Meinst du, wärst nicht so oft, wärst weniger gestorben jetzt? Na gut, er ist nicht fair. Fechtkunst. Pza, Unbeugsamkeit. Ja gut, das kann ich noch eher benutzen, das Tank. Ah, die Musik wieder. Ah, da ist der Eingang. Der ist groß. Du bist bei beiden nicht gestorben. Okay, gut. Ja, der ist auch nicht so schwer. Von drinnen ist kein Mutz zu hören. Also müssen wir davon ausgehen, dass weder Schöpfung noch Kerkermeister nach draußen gedrungen sind. Jetzt brauchen wir bloß eine Strategie, wie wir ihnen helfen können. Richtonius, eine Sache hätte ich gerne geklärt. So, wie du das gerade formuliert hast. Klingt es für mich, als würdest du nicht nur die Kerkermeister retten wollen, sondern auch die entlaufenen Kreaturen? Dass die leicht sind. Weiß ich nicht. Das ist richtig.
Sie sind zwar zweifelsohne gefährlich, doch wurden sie als wichtige Forschungsobjekte klassifiziert. Ich weiß, wie egoistisch dieser Wunsch gerade klingen mag, aber ich weigere mich, die Flamme jener Forschung wegen dieses Angriffs derartig zu ersticken. Hallo, Alseppo! Labrea selbst wäre zweifelslos hoch erfreut über diese Worte. Nicht, dass ich Gelegenheit hätte, sie ihm zuzutragen. Wir sind nämlich hier und helfen dir! Hui! Ich bezweifle stark, dass dieser Mann zu so einem Hochgefühl überhaupt fähig ist. Oh Gott. Ja, gut. Hast du gerade Labrea beleidigt? Dieser Mann. Oh, bist du ihm schon einmal begegnet? Ich hörte, dass es ihn selbst ins Pandemonium verschlägt. Doch, ich hatte die Ehre einige Male. Meine Mentorin war allerdings seine Vorgängerin, also. Die vorherige Leiterin des Pandemoniums, meine ich damit. Aha. Ihr Name lautete Athena, also. Die ganzen griechischen Namen hier. Und ursprünglich war sie eine Forscherin in Lahabrias Worten. Sie war es auch, die mich zum Kerkermeister berief. Labrea war also nicht immer der Leiter des Pandemoniums. Interessant. Und was dich betrifft, du handelst nicht nur im Interesse von Labrias Worten, du willst diese Kreaturen auch schützen, weil du sie als das Werk deiner Mentorin betrachtest, nicht wahr? So kann man es sagen, ja. Wie auch immer mir das gelingen soll, wenn ich ein hoher Wächter wäre, hätte ich Zugriff auf die Kontrollmagie der Käfige. Aber als gewöhnlicher Kerkermeister? Bist du unnötig? Nee, okay, was ist das? Oh, ich habe euch noch gar nicht erklärt, was es mit den Käfigen auf sich hat. Oh, so viele Erklärungen, Lord. Sicherlich sind euch die Ketten noch in Erinnerung, die ich im Kampf gegen Yoda und die Illusion benutzt habe. Sowohl sie als auch die Käfige sind Formen der Bannmagie, wobei letztere wesentlich potenter sind. Und beide werden dazu genutzt, um die Kreaturen gebändigt und gefangen zu halten. Allerdings verfügen nur die hohen Wächter des jeweiligen Kreises über die Bannmagie der Käfige. Es bedarf langwieriger Übung und einem hohen Maß an Kontrolle, diese Art der Bannmagie überhaupt anzuwenden. Okay. Ich verstehe. Über die Ketten und ihre Bannmagie wusste ich im Vorfeld tatsächlich ein wenig Bescheid. Der amtierende Labrea hat dieses System etabliert, nicht wahr? Der Bann der Kette ist lediglich temporär, um Kreaturen kurzzeitig festzuhalten. Die Magie eines Käfigs hingegen ist permanent. Sie versiegelt jede Schöpfung dauerhaft in ihrem ihr zugewiesenen Bereich. Thermis, die Illusion war dein Werk, nicht oder nicht? Du besitzt weitreichende magische Kenntnisse. Sicherlich beherrschst du auch die Technik zur Errichtung eines Bannkäfigs. Ich fürchte, bei derart komplexer Bannmagie muss auch ich kapitulieren. Nur wenn man mit der Theorie zu ihrer Erschaffung innigst vertraut ist, wird eine praktische Anwendung überhaupt möglich. Ah, so viel Lore, sie reden so viel, Herr Lepp. Zwar bin ich auf dem Gebiet der Magie durchaus bewandert, aber die Rolle eines hohen Wächters kann ich bedauerlicherweise nicht erfüllen. Dazu müsste ich schon mehr über die Käfige und ihre magischen Mechanismen erfahren. Können wir schon am Schluss gegen dich kämpfen? Okay. Da ich bereits fürs Handfest eingeteilt bin, überlasse ich die magischen Theorien gern euch. Finde ich gut. Ich bin verskloppt hier nicht für was auch immer das ist. Ich glaube, wenn ich jetzt Black Mage gewesen wäre, hätte ich das andere gesagt. Aber ich bin gerade Dark Knight, ich darf das. Das ist gar kein dummer Ansatz. Du übernimmst das Kämpfen, während Erichtonius und ich uns um das Versiegeln der Schöpfung kümmern. Mit einer derartigen Aufteilung sollte es doch irgendwie gelingen. Okay. Ja. Erichtonius. Du hast das notwendige theoretische Wissen über die Käfige, während ich meine magischen Künste beisteuern kann. Du meinst, gemeinsam können wir einen Käfig erschaffen?
Genau das meine ich. Wenn du dir aber nicht absolut sicher bist, dass dein Verständnis ihrer Funktionsweise ausreicht, nun, sagen wir, jeder noch so kleine Fehler wird diesen Plan in Flammen aufgehen lassen. Oh oh. Flammen! Explosion! Ich bin mir sicher. Unzählige Male habe ich den Hohen Wächter bei der Erschaffung eines Käfigs zugesehen. Ich werde nicht versagen. Oh, okay. Let's go. Ausgezeichnet. Die Details können wir zu einem späteren Zeitpunkt noch besprochen werden. Doch wir sollten uns auf eine konkrete Vorgehensweise einigen. Ein sinnvoller nächster Schritt wäre es beispielsweise, eine Schöpfung ins Auge zu fassen, an der wir unseren Plan ausprobieren. Drängen wir nun blind und planlos in die Finsternis des Asphodelus und fänden uns von Schöpfungen umzingelt, wäre damit absolut nichts gewonnen. Stattdessen sollten wir uns auf eine Kreatur konzentrieren, deren Aufenthaltsort nachvollzogen werden kann. Da kann ich helfen. Als erstes fiel mir da der Hippocampus ein. Ein Wassergeschöpf, dem die Flucht schon bald gelingen wird, wenn niemand einschreitet. Ich sah es in Richtung unterirdische Kanäle entschwinden. Gehen die Kanäle? Och nö! In Asphodelus ist es die einzige Kreatur, die im Wasser lebt. Also sollten wir in den Kanälen auch auf keine weiteren Überraschungen treffen. Okay. Gut, damit wäre dies beschlossene Sache. Den Käfig werden wir allerdings erst zaubern können, wenn die Kreatur hinreichend geschwächt ist. Das überlassen wir selbstverständlich dir, natürlich. Haja! Ich geh bollern. Yay. Kommt alles kaputt. Ich bezweifle keine Sekunde an deinem Erfolg. Erichtonius und ich halten uns versteckt, wenn wir deinen Kampf beobachten. Und im Moment deines Triumphs werden wir dir mit unseren Bannmagie zur Seite stehen. Okay. Aber sei gewarnt, der Kampf wird nicht leichter. Der Hippocampus ist außergewöhnlich ausdauernd und seine inhärente Magie wird sich zweifelsohne auf die Umgebung auswirken. Auch musst du auf die Wassermassen achten, die stetig durch die Kanäle fließen. Och nö. Oh no. Ach nee, es klingt schon so wegen, ach nö, musst du gucken, wo du hinstehst, weil Wasser fließt. Oh nee. Okay. Mhm. Zweiter Kreis nur zugänglich. Hoi, hoi. Ist wie Fun. Mal gucken. Ich bin Tank, ich überlebe das schon. Ich bin Tank. So. Asphodelus, zweiter Kreis. Greuel. Teilnehmen. Wenigstens muss man überhaupt nicht auf Cues warten, weil so viele Leute am Cueen sind und spielen gerade. Das, ja. So. Und was bist denn du? Was ist der Hippocampus? Blub! Der I am. Es hat Dinger! Ich sehe schon sprudeln, da werden Leute draufstehen müssen und weiß. Hello! What the fuck are you? Holy shit! Die Musik. Bin ich meine Freunde beschworen? Ja, ich weiß, man kann es nicht mehr kaufen momentan. What the hell are you? Ein Hippocampus. Okay. Es ist ein Hippocampus. Geil. Oh. Er tankt. Ich mach Tanks jetzt aus. Ich hab wieder einen anderen, der tankt. Ach, die Musik ist geil. Sind wir bei... 5, 4, 3, 2, 1. Hi, na? Hey, nimm meine Inputs an, danke. Hallo, oh je, yes. Trübe Tiefen. Klingt nach AOE, wenn du mich fragst. Ich nehme mal sicherheitshalber ihn ins Fokus-Target. Genau wegen sowas. Hallo! Ich muss Tank-Dinge tun! Brunk! Guck mal.
Was? Was? Oh, oh. Okay. Stich aber richtig. Auch auf der Seite. Aber nicht zu nah ran. Okay, es ist ein bisschen kleiner als seine Hitbox. Das ist interessant zu sehen. Ich bin Pro. Kennst mich doch. Also, das hast du was anderes für mich erwartet bei Ali. Da kommt AOE. Nur alles rausfinden. Das ist easy. Abwasserflut. Jetzt muss ich gleich auf die Umgebung achten. Ja. Hochstehen. Oh. Und da sind sie auf der Seite. Guck mal. Das ist sehr cool. Das sieht sehr nice aus. Mal der Beute. So wie es der Black Mage Grand ist. Über zwei Stacks. Und da geht da hinten hin. Ich will wissen, kann ich das Anti-Knock becken? Ja, kann man. Perfekt. Was? Ich bin schon wieder die Einzige. Warum bin ich die Einzige Person, die Anti-Knockback verwendet? Das ist hier los. Ja, ob ich wirklich richtig stehe, sehe ich, wenn das Licht angeht. Das ist so. Was macht das gerade? Das hat ein Dings da abgestellt. Was macht der da drüben? Einmal gerade Linie durch? Ja, natürlich. Einmal gerade Linie durch. I saw that. Okay. Einmal ein Stack Laser und ein Tank kriegt einen Proximity Mark. Mhm. Da ist der Stack Laser. Schön. Okay, und da ist der Kopf wieder da von dem Viech. Geil. Und da kommt wieder AOE. Also bisher geht's. Ist okay. Tut ein bisschen weh. Aber geht. Wasserflut, okay. Das ist sehr lustig. Ich habe das Gefühl, in Savage könnte es sein, dass man dann wirklich Zweier-Stacks hier machen muss. Verfluchte Flut. Du musst gar nicht... Blackmage, du musst dich gar nicht bewegen. Das ist niemand. Huch. Nee, stand schon richtig. Jetzt wäre ich fast falsch ausgewichen. Holy moly. Abwassereruption? Ah. Mir geht's gut und ihr so. Hallo. Ey, ich wurde noch nicht getroffen. Ich würde das mal anmerken. Also ich wurde noch nicht von dem komischen Zeug getroffen. Huch. Oh. Dann rede ich nicht weiter. Mal der Beute. Huch, das will ich hier bleiben. Hey! Nicht wegrennen, bitte, danke. Was fehlt? Ich habe bisher nicht. Ich habe keinen Wolfstack gefangen. Bisher geht's gut. Bisher ist noch gut. Bisher habe ich noch nicht viel Scheiße gebaut. Und auf die andere Seite. Weißt du was? Ich habe keinen Bock auf den Kack. Und hier so. Oh, okay. Geht er wieder in die Mitte? Das, auf der Seite. Und du machst einen zweiten Kopf. Da, zwei Köpfe.
Achso, sehr hell. Hallo. Woher rennt's? Das war zu viel für eine Black Mage. Der hatte. Der Proximity Mark war zu nah dran, wenn du mich fragst. Also bisher so. Achso. So schwer finde ich den jetzt nicht. Ich finde den ganz okay. Gut, ich habe es Vorteil, dass ich einen Tank habe, der weiß, was er tut. So ich das verstanden habe. Übrigens ist es nur ein... Oh, da! Ich wollte gerade sagen, es ist doch erst ein Steckmark gekommen. Tanksteck. Wo ist mein Tanksteck? Da ist mein Tanksteck. Ich habe es vermisst. Gut, Waffe verwenden. So. Abwasserflut. Au, eh, schön reinböllern. Stirbt man eigentlich direkt an dem Wasser oder kriegt man einfach voll einen Stack oder kriegt man Blutung? Ich will mal hier stehen. Oh, weißt du, wie geil das mit dem Aufteilen? So richtig eklig. Oh, nee. Hui. War schon richtig, auf die Seite zu rennen. Das wird sehr viel sein mit, man muss sich aufteilen und rotieren und das wird supi. Oh, das ist easy. Kann man hier stehen. Oh nein, das ist die Black Mage schon wieder tot. Nein, renn doch nicht auf mich. Es ist wie panisch die rumrennt da. Hallo. Die zwei Stacks. Trübe Tiefen. Achso, bisher. Es war ganz chill. Ich habe Angst vor Savage, aber der ist ganz chill. Komm bitte, stirb. Nein. Benutzt mal Anti-Knockback hier. Oh. Okay, ist gleich tot. Ja? Ja, doch. Mhm. Da, doch. Chi-Chi. Chi-Chi. So. Interessant. Komisches Viech. Interessant. Doch. Not bad. Oh, hallo! Na? Was geht denn euch, Leute? Sogar besser, ich habe nicht mal Wulstack aufgegriffen. Guck mal, die Ketten, Bandmagie. Nice, haben sie gebannt. Oh. Ketten. Goodbye! Ja. 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 Fand ich gut. Es wird ein interessanter Fight. Ich werde vermutlich noch ein paar Mal laufen als ich wollte Handschuhe. Habe ich einmal. Handschuhe und Schuhe gehe ich mal. Weil ich habe schon ein paar irgendwas davon. Zwar, ich glaube... Was? Bei 3 konnte man... Ich weiß es nicht. Gibt es einen Black Mage? Was ist ein Black Mage? So nehme ich. Nice. Alter! 4 WS für Off-Tank! Das ist... Warum? Ich war vorher Main-Tank und ich habe 1 WS das Main-Tank bekommen. Warum bekomme ich aus Off-Tank 4 WS? Ha! Noch 31. Noch 31 und dann bin ich wieder Mentor, geil. Hallo. Warte. Ich wusste ja, dass du überhaupt fähig bist, aber der Hippocampus konnte dir nicht einmal annähernd das Wasser reichen, ich weiß. Ich bin versucht. Okay. Wenn du mir den kleinen Scherz erlaubst.
Deine Kampfkünste sind ein atemberaubendes Spektakel. Oh, thank you, Monsieur. Und unser Plan ist auch aufgegangen. Besser als erwartet. Ohne Themis und dich wäre ich verloren, wirklich. Dein magisches Geschick ist im Übrigen nicht minder beeindruckend, Themis. Ich hätte nie zu träumen gewagt, jemals selbst einen Käfig zu erschaffen. Magie liegt mir nicht unbedingt. Aber mit deiner Hilfe erschien es plötzlich gar nicht mehr so schwer. Royce. Das überrascht mich ehrlich gesagt gar nicht. Im Kampf gegen Jona schienst du überhaupt keine Probleme mit deinen Ketten zu haben. Die sind schließlich ebenfalls magischer Natur. Das ist wahr, aber sie sind auch wirklich die einzige Form der Magie, die ich beherrsche. Und das nur, weil ich sie schon von Kindesbeinen an geübt und studiert habe. Mit allen anderen Zauber bin ich heillos überfordert. Oh. In jedem Fall bin ich nach diesem Erfolg hoffnungsvoll, dass wir doch noch alles zum Guten wenden können. Was hätte ich nur ohne euch getan? Gib mir Direct Hit. Next! wie das aussieht, cool. Warum können sie das nicht Voice machen, ey? Meine Stimme. Während ich zwar überaus glücklich über den Band des Hippocampus bin, bereitet es mir doch Sorgen, dass wir auf keinerlei Kerkermeister gestoßen sind. Haben sich alle verbannt, also goodbye! Der hohe Wächter ist äußerst bedachtsam. Er wird sich der Kerkermeister angenommen und sich mit ihnen ins Innere von Asphodelos zurückgezogen haben, um von dort aus die Bannung der Schöpfung priorisieren zu können. Bedachtsam, sagst du? Könntest du mir noch etwas mehr über ihn erzählen? Auf dieser Ebene ist er der Einzige, der Käfige richten kann, korrekt? No voice, ja. Wie sie stür ist! Warum haben die alle gelbe Augen? Was los? Richtig. Sein Name ist Hesperos. Ein sehr talentierter Mann, der nicht nur mit jeder einzelnen Kreatur unter seiner Aufsicht perfekt umgehen kann, sondern auch die Stärken und Schwächen seiner Kerkermeister bestens im Blick hat. So heißt er stets, die richtigen Leute für die richtigen Aufgaben einzuteilen und trifft jede Entscheidung mit Umsicht. Deine Brille ist voll cool. Er nimmt sich auch mein Schicksal sehr zu Herzen, wo ich doch nicht gut mit Magie zurechtkomme. Er ist jemand Herzensgutes und widmet sich seinem Amt voller Hingabe. Ein hoher Wächter wie er kann die Umgebung des Pandemonium nicht nur mittels Bannmagie manipulieren, sondern auch durch Schöpfungsmagie. Ich bin mir sicher, dass er die Kerkermeister in Sicherheit bringen konnte. Vielleicht müssen wir auch irgendwie kämpfen. Who knows? Mal gucken. Die hohen Wächter verändern sogar die Umgebung. Wenn wir den Hippocampus nicht in seinen vorgesehenen Lebensraum, sondern beispielsweise in einer Wüste bekämpft hätten, wäre die Sache wesentlich einfacher gewesen. Ha, da wäre es auf dem Trockenen gelegen. Ha. Ein Grund mehr, so schnell wie möglich zu Hesperos aufzuschließen. Ja, let's go. Im tiefsten Bereich von Asphodelos gibt es eine Passage zur Ebene darunter. Abyssus heißt sie. Wenn ich entlaufene Schöpfungen meiden wollen würde, wäre Abyssus eine gute Wahl. Und selbst wenn Hesperos nicht so tief vorgedrungen ist, dürften wir ihn unterwegs begegnen. Ich denke, das Risiko ist es wert. Im schlimmsten Fall habe ich so auch ein Bild von der Lage im Abyssus und das wird meiner Bitte nach Unterstützung durch den Konvent Nachdruck verleihen. Es gibt nur ein Problem. Der kürzeste Weg zu Abyssos führt durch einen langen Gang. Und ich habe keinerlei Zweifel, dass dort der Phönix auf uns wartet. Phönix! Als das Chaos losbrach, sah ich seinen flammenden Schweif an mir vorbeizischen, gegen besagten Korridor. Der Phönix! Nice. Den Namen habe ich schon einmal gehört.
Das Konzept dieser Schöpfung ist ein Vogel, der niemals sterben wird, nicht wahr? Nur, dass diese Version hier eine dämonische Kreatur mit ganz und gar flammendem Körper geworden ist. Oh, oh. Ach! Was reden die denn da? Ja, ein unsterblicher Feuervogel, der heilende Kräfte besitzt. Ich erinnere mich, dazu bedarf es den höchsten Grad von Schöpfungsmagie, den unser Eins zu erreichen vermag. Weißt du, wie lustig, wenn du jetzt hier als Summoner kommst, bist du, guck mal, ich kann auch Phönix beschwören. Viele Brüder und Schwestern, allesamt hochbegabt im Umgang mit der Schöpfungsmagie, sind daran gescheitert, die Idee erfolgreich zum Leben zu erwecken. Erst der amtierende Labrea hat es schließlich vollbracht, eine Version zu erschaffen, die es angemessen eingeschuft wurde. Phönix hat er sie genannt und sie von den diversen Vorgängern abzugrenzen. Dazu gibt es übrigens auch einen Teil von der Geschichte, von der Background-Story mit dem Phönix und Labrea und Emmet Zeich. Supi. Ja, und einer dieser Vorgänger ist besagter Phönix. Ganz recht. Der Phönix hat dem Kriterium der Grundidee nicht ausreichend entsprochen. Stattdessen zeichnet er sich durch ein wildes Temperament und den Drang aus, alles niederzubrennen, das sich in Sichtweite befindet. Das hat ihm schließlich die Bannung ins Pandemonium eingebracht. Hei, hei, hei. Aber die Forschung ging weiter. Auch wenn nach den vielen Jahren die meisten Aufgaben. Warum machst du Panic Basket? Warum macht Bayern Panic Basket? Warum macht Bayern Panic Basket? Bayern, warum machst du Panic Basket? What? Ja, wegen Feuer. Du machst mir Angst, habe ich das Gefühl, mein Stream stirbt. Ha ja. Auch wenn nach den vielen Jahren die meisten Aufgaben, die sich einst an der Schaffung versucht hatten, taten dies jene in Labrias Worte nicht. Sorry. Und als ich hörte, dass es Labria tatsächlich gelungen war, die mythische Idee des Phönix erfolgreich umzusetzen, da war ich derart beeindruckt von seinem Meisterstück. Ich zitterte vor Aufregung am ganzen Leib. Dir ging es doch sicher ähnlich als Mitglied von Labrias Worte. Bayern verbreitet Angst und Schrecken, yes. Lady Bro ist small. Ich weiß nicht recht, was Labrea, was das Institut für Meisterstücke vollbringt, hat wenig Bedeutung für uns hier unten. Als ich von dieser Schöpfung hörte, war ich vermutlich auch begeistert. Zu Recht weiß ich das gar nicht mehr. Wie gesagt, es spielt für uns kaum eine Rolle. Donkey. So war es, next fight. Ich will Phönix bekämpfen. Aber wie dem auch sei, mit dem Phönix müssen wir uns wohl oder übel auseinandersetzen. Möglicherweise hat er sich inzwischen auch in einen anderen Teil des Pandemoniums verzogen. Aber Vorsicht ist doch besser als Nachsicht. Ja, ich habe schon angetrunken. Yes, yes, Linko. Ein höchstwahrscheinlicher treibt er dort immer noch sein Unwesen. Falls wir wieder erwarten, nicht auf ihn treffen, ist es umso besser. Und wenn doch, müssen wir die Gelegenheit am Schopf packen und eine der gefährlichsten Kreaturen der Einrichtung bannen. Oh, dem stimme ich absolut zu. Und zumindest wird es nicht den Heimvorteil haben, wie der Hippocampus. Denn Asphodelos Korridoren scheint mir zumindest keine Flammenmeere zu lodern, die er sich gleich seinen wasseraffinen Mitinsassen zu nutzen machen könnte. Let's go! Mein Charakter ist was. Yeah! Let me fight! Oh. Wie gut das aussieht. Screenshot. Screenshot. Hä? Was hast du gesehen? Ah, was los? Wo? Was los? Was da los?
Da ist ein Fenster. Huh! Das ist ein schwarzer Phönix. Oh. Es ist Graf Dracula! Moment. Huch. Er ist doch böse. Es ist Castlevania. Ho! Was? Ja, huch. Da hat es Graf Dracula verbannt. Einfach raus teleportieren, easy. Danke dafür. Teleportieren die uns wieder weg. Ja. Hallo. Was? Das war ja interessant. Die Umgebung hat sich in eine glutheiße Steppe verwandelt. Das muss der Übeltäter höchst selbst gewesen sein. Aber der Einzige, der solche Kräfte besitzen, die solche Kräfte besitzen, sind die Wächter. Darüber machen wir uns später Gedanken. Zuerst muss sich um den Phönix gekümmert werden. Natürlich sind wir in der Hitze. Naja, gut. Okay. Du hast recht. Dritter Kreis zugänglich. Asphodelos. Asphodelos, dritter Kreis. Nun zugänglich. Nice. Na dann gucken wir rein und sterben vielleicht. Ich hoffe, ich schaffe das heute noch fertig. Doch, sollte passen. Es wäre ein roter Teppich. Ja, hat was. Aber hat schon ein bisschen so Vampire-Vibes, ne? Hatte schon sehr so Vampire-Vibes. Relevant ist wirklich Castlevania. Ja, gut. Neban Dede! Oh, es ist ein Todesrand. Es ist ein Todesrand. Hi. Da ist jemand am Materie extrahieren. Junge! Kannst du aufhören, hier Materie zu extrahieren? What the fuck? What the fuck? Das ist ein geiler Phönix. What the fuck? Das ist kein Phönix! Phoenix von Wish. So, ich lasse aber die anderen Tanks machen, ne? Birdie! 5, 4, 3, 2, 1. Experimente Feuergefieder. Mhm. Ja, da hätte ich früher raus müssen. Oh. Okay, beim zweiten ist es direkt in der Mitte. Good to know. Es hat alle getroffen. Perfekt. Das ist ja great. Aschelohe. Ich habe das Gefühl, das wird ein AOE, ne? Ja, natürlich wird es ein AOE. Oh, Double Tank Buster! Okay. Okay, die sind ziemlich sicher. Schwarze Lupe. Das ist wieder AOE. Mal Reflexion auf ihn machen. Okay, ich schätze mal kaputt machen. Oh. I see. I see. Mach die so kaputt. Okay. Good to know. Links, rechts. Da ist rechts. Fuck.
Mein Kopf, Brain, warte, links, rechts, scheiße, oh nee. Guck mal, der Titan. Ich bin aus der Mitte raus, ich habe keine Ahnung. Ah, ja. Ja, gut. Oh nein, das brennt! Oh Gott! Keine Ahnung, wie ich die Welt rausziehen muss. Ja, komm, komm doch. Heia. Weißt du, es bringt auch nichts, wenn der Vogel nicht kommt. Okay, wir müssen die ganz rausziehen. Die dürfen nicht überschneiden. Weißt du, Leute, kennt ihr First-Timer. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Mega Phoenix. Ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Warte, ich stehe richtig. Links ist die andere Seite. Ich mache auch gerade meine Router komplett falsch. Ich glaube, das ist, ignorieren wir einfach mal. Lücke werden. What is the meaning of this? Da hinten ist eins, da ist eins. Oh. I see. I see. Wenigstens das kann ich. Ausweichen kann ich. Huch, dafür lief was meine Stacks. Aua. Oh Gott, tut er weh. Aua. Sag mal. Habe ich irgendwie Heilung? Hallo? Also, das ist jetzt schon ein bisschen rude. Das ist wirklich das Alter. Ich hatte wirklich gerade Angst, dass ich vielleicht gleich sterbe. Spring halt nicht ran. Okay. Da hatte ich wirklich kurz Angst, weil ich war ohne Scheiße fast komplett tot. Das Off-Tank kriegt halt einfach auch Akku. Also, kriegt auch Damage ab, so. Ich würde mich auch gerne heilen! Ah! Ach, damit bin ich nicht weiß rausgelaufen. Haua! Alter, das ist echt nicht angenehm. Ja, ist ja schon weg. Ha! Sorry. Da bin ich zu früh. Ich stehe die ganze Zeit fast. Okay, fängst du vorne an. Und jetzt kommt wieder der Kreis, ja. Eins. Zwei. Ja, okay, ich muss einen früher da rein rausweichen. Nicht erst auf vier, sondern auf drei. Ah, da kriege ich irgendwie Heilung oder so? Aua!
Alter, ganz ehrlich, das tut langsam echt weh. Hui. Au! Ich habe zu wenig Heilung bekommen. Ja gut, das will ich ja tun, ich fast tot da stehe. Aua! Okay, das ist echt. Und ich krieg die ganze Zeit damit schreien, aber keine Heilung. Würdet ihr mich bitte heilen? Meine Fresse! Heiler sagt. Nee, Heiler sagt echt nein. Ich meine, der hat. Guck mal, der hat nämlich drei Köpfe. Ich glaube, der Main Tank kriegt einen Kopf ab und die anderen zwei. Oh, ei. Ja. Weil ich habe das Gefühl, ich krieg mehr Damage von den. Fuck, ich krieg. Nee, ich krieg vier. Geht halt wieder weg. Könnt ihr mir auch Platz lassen? Aua, es tut weh. Ich will nicht Tank spielen. Ich habe keine Lust mehr. Ist mir zu blöd. Tank ist doof. Mag Tank nicht. Okay, jetzt wäre theoretisch 1. 2, 3. Au. 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 Boah, kriegt man hier Damage rein, das Off-Tank. Das wird absolute Grütze. Mag ich jetzt schon nicht mehr. Kann ich wieder Black Mage spielen? Ich will Black Mage spielen. So, was war? Ich brauche einen Handschuh oder Schuhe. Ich hätte halt vorgucken müssen, was ich brauche. Aber egal. My bad. Bin nur einmal gestorben, weil zu wenig Heilung. Neun. Vielleicht nur die Handschuhe. Yay! Okay. Mehr Cutscene! Hallo! So, jetzt fällt noch der letzte Fight und dann sind wir auch schon wieder durch. Den Phönix konnten wir bannen, aber die ungeformte Umgebung wirft Fragen auf. Tja. Weiß nicht gerade warum. Sie wurde mit Schöpfungsmagie manipuliert. Daran besteht kein Zweifel. Und das können laut deiner Aussage nur einige wenige Personen. Am besten fragen wir den Verdächtigen selbst, weil weit ist er nämlich nicht. Ja. Das ist Dracula! Nee, okay. Was für ein trauriges Schauspiel. Er ist aber nicht so rude. Hallo? Bitte? Ich dachte mir doch, dass wir es nicht mit gewöhnlichen Eindringlingen zu tun haben. Aber das Erschaffen eines wirksamen Käfigs hat sogar mich überrascht. Ist der Phönix letztlich doch nichts weiter als ein Fehlschlag? Dabei manipulierte ich die Umgebung sogar zu seinen Gunsten. Und dennoch erlag er einem Familiar. Hey, ich bin kein Familiar, Ruth! Erstmal schwer ziehen. Da ist er ja.
Unser Drahtzieher. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ich kenne doch diese Stimme. Es ist Dracula! Hephaestos, bist wirklich du für den Angriff auf das Pandemonium verantwortlich? Das Pandemonium ist ein gigantischer Bannkäfig. Die einzigen, die das Innere dieser Schutzblase zu manipulieren verstehen, sind die Hohen Wächter. Das kann doch nicht sein. Hesperos, ist es wahr? Aber wieso? Ja, er ist halt legit ein Vampir. Guck dir das an. Er ist legit Dracula. What the fuck? Was ist da los? Musst du das denn wirklich erfragen? Versuche dich doch wenigstens an einer Theorie, Erichtonius. Jedoch, wenn ich darüber nachdenke, so war letzten Endes alles vergebliche Liebesmüh, dich etwas lernen zu wollen. Mit Labrea hast du wahrlich nichts gemein. Er ist halt wirklich ein Vampir. Das ist jetzt rude. Das ist... Okay. Du bist nicht der Hesperos, den ich kenne. Mein Hesperos würde niemals derlei gehässige Dinge sagen. Weder über eine Schöpfung noch über einen Kerkermeister. Er begegnet allen mit großer Barmherzigkeit und Empathie. Oder soll das alles nur eine Farce gewesen sein? Ein übles Spiel, um dein wahres Gesicht hinter dem falschen Lächeln zu verbergen? Tja, Dracula sagt ja. Wie üblich verbeißt du dich an den Dingen, die sich dir klar offenbaren, ohne den Blick auf das zu richten, was dahinter liegen mag. Deine Antwort spricht Bände über deine mentalen Kapazitäten. So. Das ist aber gut. Ganz gleich, wie oft sich meine Form auch ändert. Mein Herz schlägt doch immer im selben Takt. Und dich hielt es seit jeher für einen Tölpel. Wie ich bereits sagte, ein Trauerspiel. Okay, der ist so mega rude. Der ist omega rude! Ha! Nicht einmal Magie weißt du korrekt zu nutzen. Und das als Sohn des großen Labrea. Also. Welp. Als hätte der irgendwas damit zu schaffen. Du wirst dem gefälligst den angemessenen Respekt zollen, hörst du? Okay. Nun gut. Mir scheint, ihr Kleingeister werdet erst begreifen, wenn es euch ausbuchstabiert wird. Indem ich mit von uns erschaffenen Kreaturen verschmolz, merzte ich all meine Unvollkommenheit aus. So bin ich längst kein gewöhnliches Wesen mehr. Nein, ein Halbgott vielmehr. Ein Hemitheos. So. Ich bin Vampir, ich will schon mal Vampir sein. Weil ich auch schon mal Vampir ist, ein Vampir, voll geil. So kann ich ihm am dichtesten sein. Nur so. Oh, okay. Nein, nicht uns bannen! Das ist jetzt nicht so fair. Wie wäre es, wenn du das nicht tust? Und euch heiße ich nun in eurem ganz eigenen Käfig willkommen. Das wirst du nicht. Damn. Vielleicht habe ich keine Lust. Richtonius, nennst du einen Tölpel? Ich sehe ihn die ihm zugewiesene Pflicht mit Aufrichtigkeit und Gewissenhaftigkeit erfüllen. Deswegen meisterte er nicht nur die Magie der Ketten, sondern weiß auch exakt, wie ein Käfig funktioniert. Er ist ein großartiger Lernmeister. Dank seiner Weisung war auch dieser Käfig nun keine große Herausforderung. Lesen! Hi, hi, hi. Aber jetzt mich!
Iona, wir sollten uns zurückziehen. Dieser Mann, Hesperos, von ihm geht eine außergewöhnliche Kraft aus. Dies ist definitiv kein Gegner, mit dem man es unbedarft aufnehmen sollte. Schon gleich nicht sofort nach einem anderen Kampf. Ja, aber ich mach Kampf an Kampf an Kampf. You're blinded! Licht! Sag mal Cheese! Bling! Ein Eindringling, der nicht nur Bannkäfig erschaffen kann, sondern meinen auch aufzulösen weiß. Und ein Familiar, das den Phönix in die Knie gezwungen hat. Scheint, als müsse man sie im Auge behalten. Doch solange sie mit der Bannung entlaufener Kreaturen und der Suche nach anderen Kerkermeistern beschäftigt sind, besteht kein Grund zur Eile. Es genügt völlig, in den Tiefen von Asphodelos auszuharren. Aber ich dachte, du wärst der vierte Feld. Dort werde ich auf dich warten, Aristonios. Ein Tölpel magst du sein, aber auch du wirst noch deinen Zweck erfüllen. Okay. What? What the fuck is going on? Da geht er aber wieder. Tschüssi! Was los? Was geht ab? Ich verstehe nix. Hey, was geht ab? Steht er da? Hallo. It's Castlevania. Es ist halt schon Castlevania, ne? Es ist schon Castlevania. Und damit werden alle schlimmen Vorahnungen und Befürchtungen bestätigt. Kaum zu glauben, dass ein hoher Wächter hinter all dem steckt. Hesperos selbst sprach davon, dass Alabrea in seinem jetzigen Zustand am dienlichsten sein könne. Was auch immer das zu bedeuten hat. Im Moment sorge ich mich aber vor allem um Aristonios. Mir geht's gut. Schlimm genug für ihn, wer hinter dem Vorfall steckt. Aber dann auch noch solch harte Worte von einem Mentor hören zu müssen. Gib mir Direct Hit. Okay, dann auf zum letzten. Ich glaube, wir schaffen noch vor 11. Ich glaube, wir schaffen bis 11 fertig. Noch kann ich es vertreten, die Geschehnisse im Pandemonium nicht vor den Konvent zu tragen. Doch irgendwann werde ich handeln müssen. Und angesichts der neuesten Erkenntnisse fürchte ich, dass das ziemlich bald sein wird. Wir müssen mit Aristonios sprechen. Zum einen über den Hohen Wächter, das ist klar, aber zum anderen auch darüber, weshalb er uns seine Verbindung zu Labrea verschwiegen hat. Ja, warum wohl? Willst du immer mit dem verglichen werden? Ich glaube ja nicht. Bye, Lynku! Ja, ich wünsche dir auch schon mal schöne Festtage und alles. Goodbye! Erich! Ich nenne jetzt Erich. Der Name ist kompliziert, ey. Die Ketten sind eine brillante Technik, nicht wahr? Labrea hat sie ersonnen, als das Pandemonium geschaffen wurde, sagt man. Sie sind auch ungefähr das Einzige, was sich mit meinem Vater verbindet. Also bist du tatsächlich Labrias Sohn. Du hast es die ganze Zeit schon gewusst, oder? Obwohl ich das schwarze Schaf bin, das keinerlei Händchen für Magie hat? Nun, besagte Ketten haben dich verraten. Du hattest erwähnt, dass du den Bandzauber der Ketten schon von Kindheitsbeinen an geübt hast. Und es deswegen die einzige Magie ist, die dir gelingt. Zu diesem Zauber hat man allerdings nur Zugriff, wenn man eine Verbindung zu Labrea selbst oder seinem Institut hat. Das ist wahr. Es ist der einzige Zauber, den er mir je beigebracht hat. Ansonsten verbrachte ich meine Zeit mit der Forschung in Labrias Worte, wo sich meine Mutter um ihn kümmerte. Also? Vor unserem Kampf mit dem Hippocampus hast du die vorherige Leiterin des Pandemoniums erwähnt, Athena. Sie ist deine Mutter, nicht wahr? Legasp! Das macht mir Angst. Wie
scharf dein Verstand ist, Themis. Sie ist in der Tat meine Mutter, ja. Und sie war es auch, die mich ins Pandemonium berief. Ihr habe ich diese Position zu verdanken. Labria hat rein gar nichts damit zu tun. Du machst mehr als deutlich, wie wenig du für ihn übrig hast. Aber sag, weshalb hat dein Vater letztlich die Leitung des Pandemoniums übernommen? Weil meine Mutter gestorben ist. Legasp! Again. Moment. Nein, das dachte ich mir eigentlich schon, weil warum? Es war doch so eben, dass das Konventmitglieder, wenn sie nicht mehr Mitglieder von Konvent der 14 sind, im Normalfall sterben gehen. Das heißt, wenn ja sein Vater jetzt Labria ist, dann ist logischerweise die vorherige Labria vermutlich tot. Aber Frage ist, wurde sie umgebracht oder war sie so goodbye? Er hat nie auch nur eine Sekunde lang getraut. Hat einfach stumm ihren Platz eingenommen. Und nie wieder ein Wort darüber verloren. Wie soll ich für so jemanden etwas übrig haben? Geschweige denn Respekt. Oh, er weiß doch nur nicht, wie er damit umgehen soll. Gestorben, sagst du? Das Ende einer Existenz. Ich kenne lediglich den Labria, wie er in seinem Amt auftritt. Da zeichnet er sich als zuverlässiger Mann aus, der stets Fassung bewahrt. Ja, er ist stets so beherrscht, er wirkt beinahe betont unterkühlt. Verzeih, aber können wir das Thema hiermit abschließen? Allein an Labria zu denken, treibt mir die Galle hoch. Oh. Naja, geh fighten! Natürlich. Es gibt keinen Grund, dich weiter damit zu quälen, wo unser eigentliches Problem ja ohnehin der hohe Wächter ist. Es ist auffällig, dass wir nach wie vor keinen anderen Kerkermeister begegnet sind. Es lässt sich also fast vermuten, dass Hesperos sie in einen Käfig gebannt hat, ganz so, wie er es mit uns versuchen wollte. Und solange er uns im Auge hat, wird er uns nicht nur auflauern, sondern die Umgebung auch zu seinen Gunsten formen. Nichtsdestotrotz sehe ich dank unserer neuen Erkenntnisse keinen Nutzen darin, uns weiterhin auf das Bannen der entflohenen Kreaturen zu fokussieren. Wir müssen Hesperos selbst stoppen. Dachte ich mir! Wenn er sich mit Kreaturen der Schöpfungsmagie fusioniert hat, muss es doch möglich sein, ihn auf dieselbe Art zu bannen, wie die anderen Schöpfungen auch. Ja gut. Ja. Theoretisch sollte es möglich sein, aber steckst du tatsächlich gerade vor, ihn ebenfalls zu bannen? Nach allem, was wir gesehen haben? Ich will wissen, wieso er all das tat. Erinnert ihr euch an seine Worte? Hesperos brach den Bann der versiegelten Kreaturen, um sich mit ihnen zu fusionieren und so an größere Macht und Stärke zu gelangen. Das tat er, weil er Labrias Gunst wollte. Aber das macht keinen Sinn. Das Pandemonium ist Labrias persönliche Verantwortung. Weshalb sollte er ein derartiges Chaos dann gutheißen? Stimme ich zu. Das ist nicht schlüssig. Umso mehr gebe ich zu bedenken, dass wir nicht seine genauen Motive kennen und dass wir auch nichts gegen seine Fähigkeit, sich die Umgebung zu seinem Vorteil zu formen, ausrichten können. Hältst du es denn für realistisch, ihn bannen zu können? Bestimmt. Versuchen sollten wir es alle mal. Einfach probieren, lieber studieren. Kennst du? Gut. Let's go. Deine Unbekümmertheit hätte ich gern. Nun gut, ich weiß nicht, wie vielen übermächtigen Bedrohungen du bereits ins Auge geblickt hast, aber deine Antwort lässt mich vermuten, dass es genügend waren. Und in dem Fall habe ich keine weiteren Einwände.
Jona, ich danke dir. Ich weiß nicht, wie hilfreich diese Information letztlich ist, aber ich bin mir sehr sicher, dass sich Hesperos mit der Schöpfung namens Vrykolakas fusioniert hat. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie den Äther anderer Kreaturen absorbiert. Ja, es ist ein Vampir. Und wie bereits mehrfach erwähnt, musst du dich darauf vorbereiten, dass der Hohe Wächter euer Schlachtfeld zu seinem Vorteil gestalten wird. Alles spricht gegen deinen Sieg, aber ich für meinen Teil habe vollstes Vertrauen in deine Fähigkeiten. Yay! Let's go. Vierter Kreis noch zugänglich. Okay. Okay, machen wir den letzten. Vierter Kreis. Hallo, was sind die Leute? Schleus, da sind sie. Da sind sie. So, dann haben wir noch ein bisschen Story und dann ist eigentlich auch schon wieder Fetisch, ne? Dann haben wir Fetisch. Vampir! Das ist ein Vampir. Ist ja gut, dass wir einfach nicht Asmus-Beschwörung benutzen. Die sind jetzt einfach so. Illusion! Oh, so können ganz Blues. Oh, Stacheln. Geil. Ah, die Brille abgezogen. Oh no. Oh Gott. Ah! Oh. Hesperos, Hemitheos. It's a vampire! Hallo, Dracula. I guess so. Die Musik. What? Die Musik ist geil. Es frisst wie so Inputs heute gerade. Absolut furchtbar. Ja, Tankbuster. Ja. Das hat fast Damage gemacht. Also, ich sehe schon Muster auf dem Boden, ne? What are you doing? Ha! Teppich ist böse. Das ein Loch. Ist das ein Ranged? Ah, er setzt es dahin. Okay. Enthauptung, das klingt nicht gut. Ah, das ist AOE. Ist er wieder in der Mitte irgendwie? Vorhang auf. Das Wasser. Ich habe keine Ahnung, ey. Ist das Flutwelle? Oh ja, es ist eine Flutwelle. Dachte ich mir fast. Ich zieh den mal wieder ein bisschen laden. Wird er sich wieder laden? Da will ich dich ziehen lassen. Oh Junge, okay. Aber ich sehe schon. Ich sehe schon, was er meint mit. Junge, komm her. Oh, meine Fresse. Kommst du her?
Ja. Okay, es ist ein Knockback. Was ist das? Das ist Spread, okay. Und Blitz ist raus. Was ist in Proximity? Die macht einfach nach vorne, okay. I see. Stacheln leuchten. Bluthake. Ich bin völlig überfordert, was ist hier los? Ah! Das tut weh. Bedole. Oh. Muss ich jetzt mal ein anderes stehen, als man soll. Muss in ein anderes stehen, weil es war ein X da. Das heißt nicht das, was es sagt, sondern. Ich bin überfordert. Och nö. Dann springt er. Oh. Okay, ich springe wieder mit. Und er zeigt A und V. Okay, das ist geil. Ah! Nee, okay, das war nicht ein Ding. Das ist ein Knockback? Das ist ein Knockback, okay. Schwert ist V, Dings ist ein Knockback. Da müssen wir erstmal wissen, dass es ein Knockback ist. Ja, das ist ein bisschen sehr fies, dass er da nicht keine Sekunde dir Zeit gibt dafür, ne? Macht's einfach und bist du ja gut. Wenn du es nicht weißt, Pech. Ich mag den Boden. Boden ist schön. Und dir so? Ich werde, glaube ich, das letzte Video überlebt. Ich glaube, ich dachte halt, das macht auch Damage. Das macht keinen Damage. Okay, wir haben mal Feuer. Feuer ist Stack, behaupte ich mal. Oh nein, ich werde wiederbelebt. Oh mein Gott. Feuer. Habe ich gesagt, Sekmak? Nach dem Weg von vorne, weil er macht direkt das. Macht Anti-Knockback. Was sind die Knockbacken? Ja, man kann. Spread. Und da drin kann man einfach stehen, apparently. Und dann raus. Okay, und jetzt geht er dahin und macht einen V. Ah, ist auch das, was er auflädt, das leuchtet. Enthauptung. Dem muss ich mir. Ich muss mir die Fights dann noch ein paar Mal normal angucken, dass ich gucken kann, was wohl in Savage kommen könnte.
darfst einfach nicht das gleiche nehmen. Sterbe ich halt dran. Ja, ich habe dem anderen Typen sein scheiß Ding abgenommen. Weil er niemand anders wollte. Das wird lustig. Ich glaube am besten, eigentlich macht man das am besten mit Stack-Partern. Du hast Tank hier, also du hast immer ein Tank, also Tank-DD und ein Heal-DD und du nimmst es einfach gegenseitig. Das ist viel einfacher. Als dieses chaotische, was auch immer das war. Ja, das war gerade sehr chaotisch. Okay, und das ist tatsächlich auf Pups egal. Interessant. So, womit fängst du an? Ich mach bestimmt einige Kombinationen. In Savage macht bestimmt Kombinationen mit Seite raus und irgendwas davon und so. Womit beginnst du? Stack. Das ist easy. Und dann Proximity. Ja gut. Oh, ich darf nicht da drin stehen. Okay, da, nee, da musst du es tatsächlich vorher ziehen. Ich wollte gerade gucken, wie spät man den ziehen kann. Wie weit ist der Lockback? Hm, ja, schon doch weit. Der ist schon weit. Ist ein bisschen doof, ist, ne? Mit dem Boss kann man ihn dann so schlecht ziehen, ne? Also eigentlich guckt. Das ist ein. Eigentlich nimmt aber jeder von einem anderen eins. Ich nehme das nicht nochmal. Ich will nicht wieder zwei nehmen. Das war viel zu früh mit dem Sprung. Ich glaube, ich will mal behaupten, halt, Savage kannst du nicht mehr als eins nehmen. Du musst dich nicht bei Normal anfangen, mehr als eins zu nehmen, wenn ich das eh nicht geht. Oh, mein Upload stirbt. Ah ja. Pandemonium Ethericum 1 abgeschlossen. Nice. Stirb, Dracula! Ich meine, Bann Dracula. Bann Dracula. Ja, nee, mein Internet ist gerade gestorben. Ist okay. Ich bin eh durch mit dem Fight. Das sieht ja kein. So, was gibt's denn hier alles? Oh, Nosferatu-Puppe! Oh, ich habe natürlich zu schlecht gewürfelt. Und einmal die Beine brauche ich noch. Danke! Oh, ich brauche die Beine, oder? Ja, die Beine. Nein, ich brauche doch die Schuhe! Keck. Feck. Okay, ich muss hier nochmal rein. Ich werde hier nochmal rein müssen. Den vierten mache ich dann nochmal. Hey, was ist gerade wieder los, Internet, ne? Schlimm. Jetzt Themis, der Käfig. Zum Glück bin ich praktisch fertig.
Nein, das werdet ihr nicht. Und die Musik. Nice. Ey, was ist mit meinen Frames los? Holy fuck. Tja. Dass ein Halbgott wie ich einer derartigen Existenz unterliegen sein soll. Dir hätte ich von Anfang an meine gesamte und ungeteilte Aufmerksamkeit checken sollen. Hm? Immer. Nun gut. Ich mag besiegt worden sein, doch euren Willen sollt ihr nicht bekommen. Ihr sollt weder eure plumpe Neugier an meinem Körper laben, noch Einblick in meine Seele erhalten. Ein letztes Aufbegehren? Jona hat dir ja deine Grenzen gezeigt. Es ist Zeit, sie zu akzeptieren. Oh, das tue ich. Hier bin ich ihrer bin ich mir schmerzlich bewusst. Doch es gilt, meine allerletzte Pflicht zu erfüllen. Rapier! Das ist also wirklich ein Rapier. Dann killt sie selber. Mein Verrat wird nicht mein Schicksal sein. Stattdessen führt nun die Treue meiner Hand und schafft mir ein würdiges Ende. Jetzt habe ich fertig lesen können. Hör doch auf, so Sequenz zu machen. Ich glaube, Twitch stirbt. Ich weiß auch nicht. Ich meine, ich habe ja noch Hesperus, dieser Narr. Wieso hat er alles weggeworfen? Er, ein hoher Wächter, der Asphodelus stets zuverlässig führte. Er, den Nahabrea schätzt wie keinen anderen. Das habe ich bekommen. Ich glaube nicht. Seine eigenen Wünsche über die Pflicht des Bewohner dieses Planeten zu stellen, nur um letztlich an eben jenen Wünschen zu scheitern und zum Planeten zurückzukehren, obwohl noch längst nicht alles getan ist. Und das nette dann ein Ende? Alter. Ich bin froh, dass ich fast fertig bin, weil ich kriege keine gute Verbindung zu Twitch mehr. Ich wollte wenigstens wissen, weshalb er das getan hat. Eine verzerrte Faszination für Labrea. So stark, dass ihn die Eifersucht zerfraß. Wann auch immer er dich sah, der Sohn, der er niemals sein könnte. Irgendwann gewann der Hass derart Überhand, dass er alle Vernunft fahren ließ und nach Macht strebte, um besagter Faszination nachzugehen. Zumindest wäre das meine Theorie. Faszination und Respekt, die so intensiv und raumgreifend sind, dass sie einen hassen lassen? Kannst du das nachvollziehen? Ich kann es verstehen, aber nicht entschuldigen. Ah, ich weiß nicht. Das ist... Ich meine, ja, also... Nein, doch eigentlich schon das Zweite. Ich kann es verstehen, aber nicht entschuldigen. Ja. Seine Motive fragwürdig. Und doch kann ich ihn verstehen. Jemand, zu dem man aufsieht, dessen Worte man sich stets zu Herzen nimmt und von denen man sich leiten lässt. Jemand, der seine Zukunft sieht und dir einen Pfad dorthin eröffnen möchte. Doch so einen jemand hatte ich auch. Deswegen, ja, ich kann ihn verstehen. Warum ist da kein Sound? Hallo? Wie dem auch sei, ich muss nicht wissen, was Hesperus' Absichten waren, um meine Freunde und die entlaufene Schöpfung zu retten. Außerdem gibt es einen Sieg zu feiern. Ja.
In dem Fall kann ich weitaus konkretere Hilfe anbieten als wilde Spekulationen über jemandes Motive. Hesperos Magie, die den kompletten Asphodelos durchdrang, ist gemeinsam mit ihm vergangen. Übernehmen wir nun die Kontrolle über diese Ebene, sollten wir sie gänzlich wiederherstellen können. Die Kontrolle übernehmen? Ist das dein Ernst? Du liebe Zeit, ich wusste ja nicht, wie fähig du bist. Ja, Lady Bro. Ich meine, Themis. Ah, was ist das für ein Gefühl? Erichtonius, wohin führt diese Passage? Da geht es hinab zum Abyssos. Wieso? Was ist los? Die Siegesfeier kommt verfrüht. Jetzt, da ich die Magie von Asphodelos wieder normalisiert hat, kann ich endlich die unteren Ebenen wahrnehmen. Und dort geht noch immer etwas vor sich. Okay, Abyssos wird der Nächste. Geil. Was wird denn der Letzte sein? Asch-Siegel! Asch-Siegel! Was? Ein Siegel? Kehren wir fürs Erste an die Oberfläche zurück. Wir müssen die Faktenlage überdenken. Dieser Fall ist längst nicht abgeschlossen. Dramatisch! So, soll ich meine Vermutung schon mal hinstellen? Also ich meine... Themis wird ja eh zu Elidibus, ne? Meinst du nicht auch, dass er der nächste Labria werden könnte? Am Ende? Das Wichtigste zuerst. Hesperos ist besiegt, aber der Angriff auf das Pandemonium währt fort. Also, war Hesperos gar nicht der Drahtzieher hinter all dem Chaos? Nein, das war er nicht. Wer auch immer dahinter steckt, verbirgt sich in den tieferen Ebenen. Erinnert ihr euch daran, wie durcheinander Erichtonius war, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Wer euch immer die Strippen zieht, hat ihn zweifelsohne beeinflusst. Wir haben es also mit jemandem zu tun, der ein Meister auf dem Gebiet der psychischen Magie ist. Und du selbst hast gesagt, dass du Hesperos nicht mehr wiedererkennst, Erichtonius. Es ist durchaus vorstellbar, dass auch er einen derartigen Zauber unterlag. Jetzt wüsste ich nur noch gerne, wie genau er diese Fusion vollbracht hat. Fusion! Moment. Unter Asphodelos gibt es zahllose Kerkermeister und Kreaturen. Sind sie... Es hat den Anschein, als wären die Kreaturen genau zu diesem Zweck freigelassen worden. Als Material für dieselbe Art von Fusion. Um Hemitheoi zu schaffen. Mehrzahl, goddammit. Also wurden all meine Freunde bereits der gleichen Art von Verwandlung unterzogen wie Hesperos? Nein, das denke ich nicht. Eine derartige Vereinigung ist zweifelsohne ein langwieriger Prozess. Den meisten Kerkermeistern wird noch nichts geschehen sein. Doch das Siegel hat uns den Weg nach unten versperrt. Nun müssen wir uns also nicht auf die Suche nach weiteren Hinweisen zur Quelle dieses Vorfalls begeben. Wir müssen auch dieses Hindernis aus dem Weg schaffen. Sag mal, kann ich aufhören? Ich glaube, meine Verbindung zu Twitch ist einfach Pups. Dazu sollten wir das Siegel selbst betrachten. Hoffentlich werden wir dabei nicht fortlaufend von den entflohenen Schöpfungen von Asphodelos überfallen.
Zumindest dahingehend habe ich gute Nachrichten für dich, mein Freund. Asphodelus steht nach wie vor unter meiner Kontrolle. Und somit sollte es mir möglich sein, alle Kreaturen auf einmal zu bannen. Legasp! Wirklich? Rückkehr zu etwas Normalität? Ich wage es kaum zu glauben. Ja, auch wenn ich deine Hilfe in Anspruch werde nehmen müssen, um nach dem Bann alles in korrekter Ordnung zu halten. Diese Expertise besitzt nur du, aber zumindest können wir uns ungestört in Asphodelus bewegen. Wenn ich ehrlich sein darf, dann ist die Lage allerdings wesentlich ernster, als ich befürchtet hatte. So gern ich die Sache auch alleine aufklären und bereinigen möchte, ich... Du wirst Labria informieren, nicht wahr? Zumindest von der Lage in Abyssus will ich mir noch selbst ein Bild machen. Das Siegel zu brechen sollte nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen. Und es erscheint mir wichtig, mehr über den Verbleib der anderen Kerkermeister sowie über die mögliche Identität des Angreifers herauszufinden, ehe ich mich an den Konvent wende. Wie Castlevania. In Ordnung. Ich will nicht, dass meinen Freunden noch mehr Leid geschieht. Dafür nehme ich selbst Labriere in Kauf. Zumal die Taten des Hohen Wächters einen gänzlich anderen Kontext bekommen. Nun, da wir von einer höheren Instanz ausgehen müssen. Es ist mehr Vorsicht geboten denn je. Das wäre soweit alles. Erichtonius und ich werden im Pandemonium verweilen. Aber Kämpfe werden wir fürs Erste keine weiter austragen müssen. Ha! Also darf sich zumindest Jon eine Pause gönnen? Das gefällt mir. Du hast dich...